Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von KenFM im Gespräch. Unser heutiger Gast, Markus Fiedler. Herr Fiedler, ich grüße Sie. Ich grüße Sie, Herr Jepsen. Herr Fiedler, noch sind Sie ein Unbekannter. Ich möchte Sie an dieser Stelle darauf hinweisen, dass Sie im Anschluss dieses Interviews und vor allem im Anschluss des Filmes, den Sie uns mitgebracht haben, über den wir gleich reden werden, auch das Thema, um was sich der Film dreht, den wir ausstrahlen werden, erstmalig, wir sind quasi exklusiv Vermarkter dieses Filmes, dass Sie nach kein Unbekannter mehr sein werden. Sie werden auf der Straße angesprochen. Ist Ihnen das bewusst, dass Sie eine öffentliche Person werden? Ja, es ist mir schon bewusst. Eigentlich wollte ich das aber nicht. Lässt sich aber nicht vermeiden. Lässt sich nicht vermeiden, ja. Aber man muss es dann auch irgendwann mal in Kauf nehmen, dass man so zur öffentlichen Person wird, wenn dann sowas als Thema ansteht. Da sind wir schon mittendrin. Sie sind jemand, der in der Öffentlichkeit arbeitet. Sie sind Lehrer. Also das ist eine begrenzte Öffentlichkeit. Sie sind Biologielehrer in Oldenburg, an einer Schule, die von der ersten bis zum Abitur begleitet. Und Sie haben einen Film mit Ihrem Kollegen Frank-Michael Speer in den letzten 1,5 Jahren erarbeitet, der bei uns online geht. Und der hat den Titel Die dunkle Seite der Wikipedia. Ich weiß nicht, wie Sie auf uns gekommen sind. Sie haben uns jedenfalls angeboten, diesen Film zu veröffentlichen. Wir haben Sie deswegen zum Interview geladen. Aber wir haben uns den Film natürlich auch in der Endversion angeschaut. Und ich war, muss ich ganz ehrlich sagen, amüsiert und schockiert. Es ist so eine Mischung darunter. Ich weiß natürlich, was Wikipedia ist. Ich bin klassischer User. Ich weiß auch, was da über mich so drin steht. Aber ich wusste nicht, dass es noch viel weiter geht und dass dahinter auch eine Art von System steckt, wie man Wikipedia als Tool einsetzt. Wir wollen darüber reden. Aber bevor wir darüber reden, erst einmal eine ganz grundsätzliche Frage. Wie kommt man als Biologielehrer, Sie sind auch noch jemand, der sich sehr stark mit Musik beschäftigt und Musik und Sounddesign beschäftigt, wie kommt man dazu, einen Film zu drehen in seiner knappen Kernfreizeit und mit einem anderen Kollegen und dann auch noch über Wikipedia? Das ist ja ein Beruf, wo man lange recherchieren muss. Das ist ja ein klassischer Journalistenjob. Wie macht man das als Biologielehrer? Also warum? Ja, jetzt muss ich die Genese erzählen. Also ich bin ja nicht nur Biologielehrer, sondern eigentlich auch Musik- und Biologielehrer. Daher dieser, vielleicht auch die technische Kompetenz, erstmal so einen Film auf die Beine zu stellen. Mhm. Und die Genese des Films beginnt irgendwo im letzten Jahr ungefähr um dieselbe Zeit, nämlich mit meiner Kollegin, die Geschichte unterrichtet. Mhm. Wir kamen auf das Thema Wikipedia und kamen wir schnell zum Punkt, wo sie sagte, Wikipedia ist als Literaturquelle nicht verwendbar. Mhm. Grauenhaft, unterirdisch. Und ich dachte, reden wir über die gleiche Wikipedia? Also ich habe eine ganz andere Rezeption von der Wikipedia gehabt als Biologe, weil ich treibe mich ja da eigentlich vorwiegend nur auf den Seiten Biologie, Chemie, Physik, eventuell technische Themenfelder rum. Ja. Habe auch selber irgendwann mal 2004 einen Artikel zur FM-Synthese veröffentlicht, also wirklich ein ganz... Kurz, was ist Yamaha, sage ich mal. Yamaha, FM-Synthese, ein was ganz tiefes Thema, wo es dann darum geht, mit möglichst einfachen Mitteln möglichst komplexe Sounds zu erarbeiten. Das war damals das Problem, dass die Synthesizer eben halt wenig Rechenleistung hatten und man musste halt schauen, wie komme ich dann mit möglichst einfachen Verschaltungen zu möglichst komplexen Sounds. Also wie komme ich von Moog zu DX7? Genau, richtig. Okay. Das ist eigentlich auch der Grund, warum die Firma Moog so fast der Pleite entgegengesegelt ist. Ja. Andere Firmen, wie zum Beispiel Hammond, waren dann pleite danach. Mhm. Das Sie hatten ein anderes Bild von Wikipedia. Für Sie war das eine solide Datenbank? Ja, genau. Also damals auch mit der Rezeption, also ich schreibe diesen Artikel rein, das ist ja nicht extra für die Wikipedia geschrieben, sondern das gab es vorher schon als Referat auf meiner Homepage. Ja. Und dann habe ich aber einen sehr positiven Eindruck von der Wikipedia bekommen, weil nämlich die Leute, die mich da unterstützt haben in der Wikipedia, sagen, Mensch, toller Artikel, toll, dass du sowas schreibst. Hier, guck mal, da sind ein paar Rechtschreibfehler drin, da der Abschnitt muss nochmal korrigiert werden. Es kamen also ganz viele Leute dazu, die sagten, da muss man was korrigieren. Und sachliches Umfeld, sehr schön und naja, dann... Da habe ich aber nicht mehr viel dazu geschrieben, das war ein Thema und ich schreibe ja auch nicht an die Wikipedia ran. Dann habe ich quasi von 2005 vielleicht mit einem kurzen Intermezzo 2008 den Account ruhen lassen. Ja, der ist jetzt bis jetzt ungenutzt gewesen, bis dann ich im Dezember oder Anfang Januar ein Video gesehen habe von Daniele Ganser. Mhm. Es ging um NATO-Stay-Behind-Armeen, für mich bis dahin vollkommen unbekannt. Mhm. Was war das für ein Vortrag? Das war ein Vortrag, den er an einer Universität gehalten hatte. Also die Universität Tübingen, den Filmvortrag, den wir kennen. Nee, den habe ich nicht gesehen zu dem Zeitpunkt, sondern es war ein Video von Daniele Ganser selber, wo es halt um diese NATO Stay Behind Armeen ging. Und da war auch immer oben links dieses Buch eingeblendet. Ja. Okay. NATO Stay Behind Armeen. Das hat er in der Schweiz gehalten. Genau, also davon gehe ich mal aus. Und ich war dann erstmal bestürzt und war natürlich interessiert, wer ist denn das überhaupt, dieser Daniele Ganser? Gehen in die Wiki. Genau, gehe in die Wikipedia und sehe dann, Daniele Ganser greift Verschwörungstheorien zu 9/11 auf und stellt sie als diskutable wissenschaftliche Erklärung dar. Mhm. Was ist denn jetzt los? Das ist Verschwörungstheorie ist ein vollkommen unsachliches Wort. Das darf nicht in einer Enzyklopädie drin stehen. Ja. Und
meine Erinnerungen aus dem Jahr 2004, sagten, das würden die auch hier niemals so drin stehen lassen. Mhm. So, dann gucke ich mir die Diskussion zum Artikel an und sage so, naja, also das sieht hier ziemlich übel aus. Die Leute, da haben sich ja schon vorher Leute beschwert. Ja. Ich bin da nicht weit in die Historie reingegangen, sondern nur die letzten Tage und sehe, oh, die werden hier alle rausgeschmissen. Das bringt eigentlich nichts, sich da direkt so zu beteiligen. Also schreibe ich nach oben. Mhm. Ich glaube, info@wikimedia.de war das, glaube ich, an diese E-Mail-Adresse und habe dann einen Herrn K., der mir dann antwortet und sagt, ja, beteiligen Sie sich doch am Diskurs auf den Diskussionsseiten und geben Sie da Ihre Gedanken zu Protokoll. Das mache ich dann auch, schreibe also diesen Brief, den ich ihm geschrieben habe, fast gleich formuliert in diese Wikipedia. Mhm. Ja, dann, wie ging das? Dann verschwand dieser Beitrag. Ich dachte, na gut, ich kenne das ja mit Foren, das ab und zu ist es ja so, dass der Beitrag zeitnah verschwand oder beziehungsweise gar nicht drauf war für mich erstmal. Ja. 3 Minuten später war er weg. Ja. Ich dachte, jetzt hast du den noch im Archiv gehabt oder im Cache von deinem Browser oder ist der wirklich nicht angekommen? Ja. Stellst du nochmal rein. Ja. Ne? So, auch mit Klammer auf, der Beitrag war weg, Klammer zu, stelle ich nochmal rein. Gut, und dann kommt was, das haben wir doch alle schon gehabt, auf der Diskussion sofort eine Vandalismusmeldung. Also ich als Vandale in der Wikipedia, weil ich es gewagt habe, einen längeren Brief da zweimal einzustellen auf die Diskussionsseite. Mhm. Und das ging dann schnell, ganz schnell, sehr unhöflich, sehr aufgeregt. Dann sehe ich so die Leute, die duzen mich ja alle, sind aber im Tonfall sehr unangenehm. Ja. Und ich bestehe auf das Sie. Ja. Dann sagen die, ja, der neigt auch noch zu Beleidigungen. Ja. Und zack, war mein Konto gesperrt. Mhm. Also das Konto, was 2004 eröffnet wurde, MF. Ne? Mhm. Und da wurde Ihnen klar, dass es irgendwelche Veränderungen gegeben haben muss. Irgendwas stimmt da nicht, genau. Und dann fängt man an zu recherchieren. Und geht dann erstmal von der Hypothese aus, dass da Leute sind, naja, vielleicht sind es ein paar wenige, die halt vielleicht schlecht geschlafen haben an dem Tag oder was auch immer. Man versucht das nochmal. Genau, und man recherchiert erstmal. Ich habe also dann gar nichts dazu gesagt mehr, sondern habe einfach mal geguckt, wer schreibt hier was und wann werden bestimmte Artikel revidiert, wann werden bestimmte Einwürfe revidiert. Und dann stellte sich schnell heraus, also die haben nicht schlecht geschlafen, da ist mehr dahinter. Und man kann also sagen, dass dieser Artikel von Daniele Ganser gezielt manipuliert wird. Mhm. Herr Fiedler, ich greife hier mal ein, weil wir sind schon so tief im Thema, wir müssen auch Leute mit ins Boot holen, die Wikipedia nur so als klassische User benutzen. Das sind ja die meisten. Die meisten googeln was, ja, oder bingen was, aber die meisten googeln es eben dann doch. Yahoo tun sie, glaube ich, auch schon nicht mehr. Und dann taucht irgendwo zu einer Frage irgendwo auch Wiki auf, wenn es dazu einen Artikel gibt. Oft gibt es ja dazu einen Artikel, weil Wiki hat ja Milliarden Artikel global. Lassen Sie uns, bevor wir über die Struktur von Wiki reden, die es ja offensichtlich zu geben scheint, überhaupt über Wikipedia mal reden. Was ist das denn eigentlich? Ist es ein Brockhaus-Ersatz? Seit wann gibt es das? Wer macht das? In wie vielen Sprachen wird da veröffentlicht und wer bezahlt das? Wikipedia ist de facto ein Brockhaus-Ersatz, weil den Brockhaus gibt es nicht mehr. Der seit 2014. Genau, der wird nicht mehr gedruckt und war auch vorher schon im schwierigen Fahrwasser. Wikipedia ist da seit 2001 unterwegs, seit 2004 in einer nennenswerten Größe. Mhm. Und dann kam die schon ein schwieriges Fahrwasser, ging dann zum Bertelsmann-Verlag und irgendwann gab es die gar nicht mehr. Mhm. Ne? So, und also das Startjahr von Wikipedia ist das legendäre Jahr 2001. Ja, da jetzt Bezüge zu 9-11 herzustellen. Aber in diesem Jahr ist es passiert. Ja, okay. Genau, richtig. Also ich wäre jetzt ja vorsichtig, ich würde sagen, also das ist vielleicht erstmal reiner Zufall. Kann ja sein. Gut, okay. Und ist also der Brockhaus weg. Auch andere in Buchform gedruckte Lexika sind ja weg vom Markt. Ja. Enzyklopädie Britannica, gibt es die noch? Ich weiß es gar nicht. Das weiß ich gar nicht. Ich habe noch ein paar Ausgaben oben. Okay. Und das heißt, Wikipedia ist jetzt de facto der Ersatz für den Brockhaus. Mhm. Ne? Und das heißt für mich, ich habe nichts anderes mehr, außer der Wikipedia. Also eine gewisse Monopolstellung. Das ist eine Monopolstellung, na klar. Ist für mich aber, der ich aus dieser Creative Commons Bewegung komme, das heißt, dass ich Material, urheberrechtlich geschütztes Material, eben frei von Urheberrechten einem bestimmten Kreis von Nutzern zur Verfügung stelle oder halt allen Nutzern zur Verfügung stelle, finde ich das ganz toll. Also ist ja super. Ich habe freies Wissen zur Verfügung. Mhm. Es gibt nicht mehr diese Hemmschwelle, dass man Geld dafür bezahlen muss, um Wissen zu erwerben. Ja. Das ist eine super Idee, solange das sachlich bleibt. Mhm. Aber wer bezahlt das? Da arbeiten ja Leute. Richtig. Da gibt es eine Wikimedia Foundation, die sitzt irgendwo in Kalifornien. Ja. Gründer Jimmy Wales hat das ins Leben gerufen. Da gibt es so einige Leute, die sagen, na, das ist wohl vielleicht nicht ganz ohne Hintergedanken gewesen. Ja. Das ist aber erstmal nicht mein Thema. Mhm. Also ich sehe, okay, da gibt es eine Möglichkeit, Wissen frei zu sammeln und auch ebenso frei an Leute zu verteilen, das ist erstmal eine sehr positive Sache. Ja. So, und jetzt müssen wir aufpassen, was da passiert. Und offensichtlich gibt es in Teilen der Wikipedia
für mich am Anfang erstmal als Hypothese in wenigen Teilen, jetzt merke ich immer mehr Teilen der Wikipedia, gibt es Schwierigkeiten, weil nämlich eben Artikel nicht sachlich gestaltet werden, sondern gezielt unsachlich gestaltet werden. Also geht es hier letztendlich darum, in gewissen Bereichen die Deutungshoheit. Ja, klar. Und zwar von wem denn dann? Das ist eine gute Frage. Mhm. Also wir haben den Teil noch ausgelassen im Film, weil wir erstmal den Film mit reinen Fakten gefüttert haben und alles, was irgendwie spekulativer Natur ist, erstmal außen vor gelassen haben. Mhm. Wir sind aber weiter dran. Mhm. Also ich habe mir den Film mehrfach angeguckt, ich habe mir auch sehr viele Artikel durchgelesen. Ich bin ja da, was das angeht, oft auf Wikipedia, um zu gucken, wie die zum Beispiel WT7 beurteilen, wie sie Page beurteilen, wie sie Ganze beurteilen, was sie zu Bin Laden sagen. Also alles, was mit globalen Terror zu tun hat oder mit Globalisierung zu tun hat oder mit all diesen geopolitischen Themen, da sehe ich schon, dass es eine ganz klare Färbung ist, wo ich sage, ja, das ist eine amerikanische Sichtweise. Das, ja. Das ist jetzt auch nicht an den Haaren herbeigezogen, sondern das ist eine klar amerikanische Sichtweise. Und wenn ich sehe, wie stark, Sie haben Ihren Film hier an dann die ganze aufgehängt und explizit hangeln Sie sich da ab und arbeiten das ab, stellen Sie ja fest, oder ich habe es auch festgestellt, immer wenn jemand sagt, okay, das ist eine Sichtweise, die widerspricht der amerikanischen Sichtweise, dann wird er erst beschimpft, dann geblockt und seine ganzen Einträge fliegen raus. Und das passiert ja sehr vielen Leuten. Richtig, und vor allen Dingen im Minutentakt. Ja. Das heißt also, ich poste etwas, ist nicht ich, sondern halt andere Leute, die da was dazu zu sagen haben. Sie posten etwas in die Wikipedia. Eine Minute später landen sie auf der Vandalismusseite. Mhm. Und eine weitere Minute später verschwinden sie. Wir haben sogar einen Fall, dass sie direkt verschwinden. Mhm. Obwohl sie nicht von einem Administrator geblockt wurden, ja, sondern nur von einem Sichter. Der kann sie ja gar nicht löschen. Da sind wir bei der Struktur. Das ist ganz interessant, ja. Herr Fiedler, viele werden es nicht wissen, jetzt erklären wir das einfach mal. Wiki, manche sagen ja auch die Wiki Church, das ist eine Art Sekte. Church of Wikipedia. Church of Wikipedia. Es gibt dort eine Struktur. Es muss auch eine Struktur geben bei so einem Unternehmen, weil in wie vielen Sprachen veröffentlicht Wiki? Oh, in einigen, ich weiß gar nicht, wie viel tausend. Wir haben es im Vorspann, ich habe es mir nicht gemerkt. Ja, aber es sind mehr als 50. Ja. Ja, also das heißt, da muss es eine Struktur geben, sonst wäre es ja heilloses Chaos. Wie sieht diese Struktur aus? Also da gibt es die meisten, so Leute wie Sie und ich zum Beispiel, oder Sie, ich bin das schon, ich habe dort keinen Account, ich lese das. Das ist sind die meisten, oder? Ja, das sind die allermeisten Nutzer. Wie nennt man die? Das sind einfach nur anonyme Nutzer. Anonyme Nutzer. Der Wikipedia, genau. Okay, das ist die unterste Stufe, die meisten abdecken. Genau, richtig, genau. Also diese, das, was jetzt kommt, es hat ja eine Genese. Das heißt, das gab es früher nicht in der Form, sondern hat sich jetzt über die Jahre so entwickelt mit einem Gentle Agreement innerhalb der Wikipedia. Ja. Deutschland ist ein sehr regulierter Bereich der Wikipedia. Das heißt, ich habe im Gegensatz zum angloamerikanischen Bereich schon noch eine Stufe mehr da eingebaut. Das heißt, ich habe unten diese anonymen Nutzer in unserer Hierarchiepyramide. Ja. Anonyme Nutzer, die können tatsächlich nicht nur lesen, sondern die können auch, wenn das unstrittig Artikel sind, auch ab und zu mal was da reinschreiben. Mhm. Also jeder, der das liest, kann theoretisch sich anmelden und dann reinschreiben. Er braucht sich noch nicht mal anzumelden. Er kann einfach mit seiner IP, würde er dann in der Wikipedia auftauchen, einfach sich einen Artikel vornehmen und sagen, hier die Daten sind falsch, das muss so und so lauten, vielleicht noch einen Eintrag in die Diskussion reinschreiben. Solange wir uns im wissenschaftlichen Bereich bewegen, also im naturwissenschaftlichen Bereich, ist das selten ein Problem. Das heißt, ist ja auch das Prinzip, also Schwarmintelligenz. Genau, richtig. Alle zusammen wissen eine Menge. Genau, ja, richtig. Okay, also muss ich da meinen richtigen Namen reinschreiben oder kann ich ein Pseudonym nutzen? Ich brauche gar nichts reinzuschreiben. Mhm. Also ich kann unten so eine Markierung reinsetzen und dann steht dann meine IP-Adresse. Die lässt also für den Außenstehenden erstmal keine Rückschlüsse zu, wer das überhaupt geschrieben hat. Okay, also ich möchte jetzt einen Eintrag machen zum Thema Oktoberfest. Ja. Zum Beispiel. Ja, weil ich war jetzt da, da ist was Tolles passiert, da ist wer auch immer aufgetaucht, Arnold Schwarzenegger hat sich nackt ausgezogen, auf dem Tisch getanzt, würde ich gerne eintragen. Ich schreibe das also und dann muss das ja geprüft werden, ob das stimmt. Richtig, genau. Und dann kommt, aber bevor jetzt wir zu den Prüfern kommen, die heißen dann Sichter in der Wikipedia, da gibt es noch eine Zwischenstufe. Das sind dann tatsächlich registrierte Benutzer in der Wikipedia. Das heißt, ich erstelle mir ein Konto, gebe mir einen Namen, beliebig, solange der noch frei ist. Und dann kann ich auch erstmal reinschreiben. Dann habe ich einen Vorteil im Vergleich zu den anonymen Nutzern. Ich kann auch Artikel neu anlegen. Ah. Das heißt also, für mich jetzt als Fachmann, wenn ich sage, so, ich habe in der Biologie was gemacht, da steht auch nicht in der Wikipedia drin, gibt es tatsächlich ein Thema. Ja. Also nämlich meine Diplomarbeit steht da gar nicht drin. Ja. Oder das Thema, worum es da geht. Ja. Dann würde ich das da eintragen und dann muss ich darauf warten, dass das jemand freischaltet. Also wie ein Gehirn es lernt. Genau, richtig, genau. Okay. Wenn ich jetzt schon 200 Posts gemacht habe, 200 Einträge in der Wikipedia und auch schon einen Monat aktiv bin, dann wird das automatisch gesichtet, so nennt man das. Ja. Und dann erscheint meine Änderung, die ich in einem Artikel gemacht habe, sofort in der Wikipedia. Mhm. Solange ich das nicht habe, diesen Status, oder halt nur als anonyme IP-Adresse da auftauche, brauche ich einen Sichter. Und dieser Sichter entscheidet dann, ist das sinnvoll für die Wikipedia, ist das richtig formuliert, ist das an der richtigen Stelle? Ja, okay, dann geht das online. Wenn nicht, dann geht man vielleicht nochmal in die Diskussion und schaut, was man daran ändern muss und dann geht's
online. Herr Fiedler, wenn ich das richtig verstanden habe, es gibt da unten die meisten anonyme User, die können auch mal was schreiben, aber so wie die meisten das eben tun. Genau. Millionen werden das tun. Mal kurz nachschauen. Die schauen auch woanders nach. Dann gibt es diejenigen, die einen festen Account haben. Das ist genau. Die zweite Stufe. Und wenn die ein gewisses Level erreicht haben, also wenn die genügend quantitativ gepostet haben, dann werden die automatisch abgegradet. Alle anderen gibt es diese Sichter. Das heißt, jemand guckt sich an, was da jemand geschrieben hat, genau. Weil es tatsächlich auch Leute gibt, die Artikel löschen, ja, oder die irgendeinen Quatsch reinschreiben, sage ich mal. Oder ich bin der Größte, komm zu meiner Party, hat es auch alles gegeben. Genau. Um die rauszukicken. Okay, das sind diese Sichter. Und gibt es noch jemand dort drüber? Na klar. Also dann haben wir dann über den Sichtern die Administratoren, die ja nennen übrigens auch dann die Sichter. Ja. Ne? Das ist, soweit ich das gesehen habe, kein demokratischer Prozess, sondern das wird erstmal nach Gutdünken der Administratoren entschieden, wer dann auch wirklich ein aktiver Sichter wird zum Beispiel. Mhm. Ne? Und die Administratoren selber müssen sich einer Wahl stellen. Das heißt, die eingetragenen Benutzer, die schon länger als 200 Postings da in der Wikipedia verbracht haben, die haben dann auch eine Wahlberechtigung und dürfen dann Administratoren wählen. Mhm. Und diese Administratoren können auch vielleicht sogar abgewählt werden. Das heißt, wenn man schon sieht, oh, da sind vielleicht 50 pro, aber auch 50 contra, dann ist das schon mal eine schwierige Sache, dann als Administrator dann sich da hinzustellen. Mhm. Man braucht glaube ich, 150 Postings, glaube ich, also dass man auch wirklich dann gewählt werden kann. So, und gut, dann haben wir also diese Administratoren, die haben weitreichende Rechte. Das heißt, die dürfen dann auch Nutzer sperren, das dürfen sich dann nicht. Ja. Sie dürfen Artikel verschieben zum Beispiel, sie dürfen auch Artikel verstecken oder Teile verschieben. Verschieben zum Beispiel, wenn sich herausstellt, dass die Überschrift des Artikels zum Beispiel nicht richtig war. Ja. Dann gebe ich dem eine neue Überschrift und dann hat das Thema vielleicht einen etwas neuen Namen und ist neu eingeordnet. Also solche Sachen dürfen sich dann nicht machen, das machen dann Administratoren. Mhm. Und dann gibt es noch bestimmte Unterklassen, also dann kommen wir dann dazu, dass Leute auch aus anderen Wikipedias, also fremdsprachigen Wikipedias Artikel übernehmen dürfen. Ja. Das darf auch nicht jeder, das ist eine Sonderklasse, auch noch innerhalb der Administratoren. Gut, und dann gibt es über diesen Administratoren noch Bürokraten. Ja. Und Bürokraten ernennen Administratoren. Mhm. Das ist also jetzt hier in Deutschland die höchste Stufe der Wikipedia sozusagen. Ja. Und die halten sich aber ansonsten weitestgehend aus der Wikipedia heraus. Kennt man diese Menschen oder kennen die sich untereinander? Treffen die sich? Wir kennen jetzt ein paar davon. Aber gibt es, dass man sagt, das sind ja dann, wie viel sind denn das? Über wie viele Sichter und Administratoren und Bürokraten reden wir denn hier? Also Sichter kann ich nicht sagen, das sind eine ganze Menge. Administratoren sind, wir haben im Film noch gesagt 260, sind es momentan so 210, habe ich gerade zuletzt gesehen. Mhm. Und innerhalb von Deutschland. Ne? Ja. Und Bürokraten ein Dutzend, also ungefähr. Das heißt, nach unten werden es mehr, es gibt mehr. Ja, klar. Okay, gut. Genau. Und wie kommunizieren die untereinander? Eigentlich sollen sie ja nur über das Wikipedia-System selber kommunizieren, also über die Diskussionsseiten. Es gibt ja noch viele Unterseiten, wo die sich dann da treffen können. Ja. Der Verdacht geht aber dahin, wenn wir jetzt gerade über diese Gruppen sprechen, die manipulativ in die Wikipedia eingreifen, dass die sich außerhalb der Wikipedia unterhalten. Mhm. Na klar, also Interrelate-Chat oder irgendwas in der Richtung oder vielleicht. Okay, lassen Sie uns am Beispiel von Ganza auf diesen Film kommen, die dunkle Seite der Wikipedia. Der Film geht ja 151 Minuten, oder? Ist das richtig? Ja, das hat sich schon ein bisschen geändert. Also wir sind ungefähr jetzt bei einer Stunde 50 ungefähr. Okay. Ja. Warum Ganza? Was war an Ganza so interessant? Sie haben sich ja vorher mit Geopolitik nicht beschäftigt. Sie sind über den Vortrag auf Ganza gekommen. Richtig. Sie hätten ja auch andere nehmen können. Aber warum jetzt Ganza? Genau, also die Frage war jetzt, also wir sehen eine Manipulation innerhalb der Wikipedia, mache ich das am Ganza-Artikel. Mhm. Und wir kamen relativ schnell darauf, dass das dreht sich nicht nur um den Ganza-Artikel. Ganza ist eigentlich ein Randartikel, der sich um diesen Komplex 9/11 dreht. Ja, und weil er jetzt veröffentlicht. Genau. Und jetzt die Frage, welchen von diesen Artikeln wähle ich dann aus? Und ich muss einfach sagen, da bin ich Dünnbrettbohrer. Ja. Beim Ganza-Artikel machen sie es mir sehr leicht. Das heißt, also dann nehme ich natürlich den ganzen Artikel, weil ich da sehr viele Sachen darstellen kann, die bei anderen vielleicht nicht so offensichtlich sind. Es sind ja auch mehrere Leute davon betroffen. Zum Beispiel letztens gerade aufgetaucht eine Katrin McLean, eine Autorin, die sich in der Friedensbewegung in Hamburg sehr stark engagiert. Die wird dann auch ins rechte Lager gerückt. Mhm. Vollkommen unberechtigt. Ja. Da hat sich jetzt was getan, weil Katrin McLean hat eine Veröffentlichung gemacht in verschiedenen Online-Zeitungen und da bewegt sich was in dem Artikel. Ja. Aber es ist ja nicht nur sie alleine, sondern eine ganze Menge an Leuten. Und wir fanden einfach, dass von diesen vielen Leuten ist Ganza einfach ein schönes Beispiel. Also man kann da sehr viel dran zeigen, weil das auch relativ plumpe Manipulationen sind. Und der ist natürlich auch in der Szene sowas von, also in der Wissenschaftsszene so populär, dass er ist ein kleiner Popstar, kann man sagen. Also man kennt ihn. Er ist ein sehr bescheidener Popstar, muss man sagen. Das heißt, da redet man nicht über einen völlig Unbekannten. Das ist ein Wissenschaftler mit einer ganz starken Reputation. Ja. Er redet sehr wissenschaftlich. Das ist für mich erstmal, also von der Rezeption sage ich, okay, das ist kein Müll, den der da verbreitet, sondern das sind Fakten, die er uns darbietet. Und kann man natürlich dann wunderbar aufarbeiten an so einem Artikel. Mhm. Ne? Wie lange haben Sie denn mit Ihrem Kollegen Frank-Michael Speer gebraucht, diesen Film zu erstellen?
Da steckt ja Arbeit drin. Wir sind ein Dreivierteljahr dabei jetzt. Ne? Also das, jetzt ist ja der Film sozusagen fast in der Endfassung. Ja. So ein paar Fehlerredigierungen, die jetzt noch stattfinden. Ansonsten ist das jetzt ein Dreivierteljahr quasi bis jetzt. Also von Januar bis jetzt. Mhm. Und hat lange gebraucht. Mhm. Ja? Lassen Sie uns in das Thema richtig einsteigen. Sie haben sich also richtig dahinter geklemmt und wollten und haben es auch gezeigt an der Person Ganser, wie Wikipedia hier alles andere als neutral ist, um Menschen... Ja, um einen Rufmord letztendlich zu begehen. Genau, man soll Ganser nicht mehr zuhören, egal zu was er was sagt, vor allem nicht zu den Dingen, die irgendwie geopolitisch relevant sind. Dazu redet er meistens. Er sagt auch was zu Frieden, er hat ja mit seinem Institut auch ein Friedensinstitut, sagt auch was zu Öl, aber er redet ja sehr viel auch über die 9-11-Forschung, er redet sehr viel über NATO-Geheimarmeen, er redet eben auch darüber, wie Macht organisiert und drückt wird, vor allem gewalttätig. Wie ging es weiter? Sie haben ja auch mit Ganser Kontakt aufgenommen. Genau, das ging dann relativ schnell. Also wir haben erstmal recherchiert, am Anfang war ich ja ziemlich lange alleine dabei. Mhm. Und habe dann halt so geschaut, wie sieht das aus mit den Postings, was passiert da, welche Daten werden da überhaupt angegriffen. Mhm. Und dann irgendwann kam es dazu, dass man sagt, okay, man muss jetzt einfach mal den Daniele Ganser dazu nehmen. Ich hatte mir zwischenzeitlich diesen letzten Vortrag nämlich in der Uni Tübingen angeschaut. Ja. Und da gibt es ja einen Passus, wo Ganser selber selber Position bezieht und sagt, in der Wikipedia wird mein Artikel verunstaltet. Ja. Bitte helft mir da, schreibt bitte rein, dass es eben keine Verschwörungstheorien sind, sondern halt Terroranschläge. Ja. Und er sagte, ihr könnt dann reinschreiben, er befasst sich kritisch mit 9/11, also seine Person befasst sich kritisch mit 9/11, aber eben, es sind keine Verschwörungstheorien. Mhm. Und das sind ja halt sachliche Formulierungen versus einer unsachlichen Formulierung. Mhm. Und das wird in der Wikipedia natürlich, es gibt da so eine interne Regel anscheinend, die dann sagt, nee, das ist jetzt Canvassing von außen. Ja. Und das sehen die gar nicht gerne. Also, dass dann jemand versucht, seine... POV. Ja, genau, eine persönliche Sichtweise da dann durchzudrücken. Ja. Point of view, ne? Also personal point of view ist das, glaube ich, die Hier kommt praktisch ein Fan, der sagt, das stimmt alles gar nicht. Genau, ja. Richtig. Und in diesem Fall sogar er selber. Ja. Ne? Und das sehen die gar nicht gerne. Also dann haben die quasi alles gesperrt, was da pro Daniele Ganser war. Kontra Daniele Ganser war kein Problem, konnte man durchbringen, aber pro Daniele Ganser gar nichts. Mhm. So, und das kommt mir bekannt vor. Ja, ne? Ihre Person ist auch in der Wikipedia natürlich unter so einer Diskussion, haben sie zu leiden natürlich. Dann war irgendwann der Punkt erreicht, wo ich sagte, Moment mal, also der Daniele Ganser alleine von dem, was er sagt in der Wikipedia oder über die Wikipedia, das ist klar, dass er ist nicht so ein Technik-Fan wie ich. Also ich würde mich jetzt selber als Technophil bezeichnen, weil ich da schon ein bisschen länger dabei bin und er selber eher nicht. Das heißt, das müssen wir irgendwie vielleicht mal im Interview klären, dass wir sagen, der Junge hat keine Ahnung davon, also der arme Mann, ne? Ja. Und ihr macht den jetzt fertig und das ist ein Hilferuf gewesen natürlich auch. Ja. Ja. Warum darf ich denn, wenn ich bedrängt werde, nicht um Hilfe rufen? Ja. Ja. Also es ist ein Grundrecht. Mhm. Ne? Und Sie haben sich ja dann bei Ganser einfach auch immer an die sogenannten Quellen begeben. Also Sie haben versucht, das, was man Ganser vorwirft, wie es belegt werden soll, damit der Artikel neutral ist, Sie sind den Quellen nachgegangen. Und Sie das sind, ist grundlegende wissenschaftliche Arbeit, das muss man immer machen. Sollte eigentlich auch wissenschaftliche Arbeit, oder nicht sondern die klassische Arbeit eines Journalisten sein. Stimmt das? Also, ne, also geh hin, also als Reporter geh hin und schreib es auf. Also sprich, Sie sind Quellen nachgegangen und was ich im Film lustig finde, oft... gibt es diese Quellen eigentlich gar nicht? Oder auf die Quellen, auf die hingeführt wird, da steht das gar nicht. Da steht was ganz anderes, da steht das Gegenteil. Richtig, so, genau. In der Hoffnung, dass, wenn man eine Quelle angibt, niemand der Quelle quasi folgt. Also natürlich. Wird dann ein Link zur New York Times, in der New York Times steht was ganz anderes. Richtig. Das fand oder ich man kürzt die Quelle, man dampft die Quelle so ein, dass man dann auch noch Sätze da rausnimmt, dass dieses übernommene Zitat dann am Ende vollkommen sinnentstellt ist. Das geht natürlich gar nicht. Ja. Es gibt also einen Autor, Fee heißt der hat relativ früh in diesen Artikel eingegriffen. Er selber ist nicht nur Autor, sondern halt auch Sichter an der Wikipedia. Und wollte dann von einem Historiker, Gregor Schölgen heißt der, also ein Zitat reinbringen, dass dieser Ganser ja halt, also es ging dann um die Arbeit über die NATO-Stay-Behind-Armeen, dass das ja alles insgesamt nicht so toll wäre. Also und seine Doktorarbeit in 10 Sprachen übersetzt. Genau, richtig. Okay. Ja, ne, die ist auch nicht mit Summa Cum Laude zensiert worden natürlich, daher bei dem Gregor Schölgen, ist sie aber in Wirklichkeit natürlich schon. Und dann sagt dieser Gregor Schölgen, das geht ja gar nicht. Also Ganser spricht da zum Beispiel von 500 NATO-Stay-Behind-Soldaten innerhalb von Deutschland. Ja. Beziehungsweise das sagt er nicht. Er sagt, Ganser spricht von einer Division. Eine Division, genau. In Divisionsstärke in Deutschland. Ja. Es wären aber nur 500 gewesen, hätte man ja nachprüfen können. Ja. So, dann war natürlich dann der Punkt erreicht, wo ich sage, jetzt musst du mal den Herrn Ganser fragen, wie sieht denn das aus? Und dann sagt er, ja, hier...
Das habe ich nirgendwo geschrieben. Ja. Ja, dann ging es darum, ich nehme dieses Werk in digitaler Form, such das durch. Ja. Tatsächlich, es taucht nirgendwo auf. Die Visionsstärke gibt es im gesamten Buch nicht, dieses Wort. Es wird einfach behauptet. Ja. Von dem Schölgen. Richtig. Und das ist aber dann die Quelle. Richtig, genau. Das ist dann die Quelle. Schölgen sagt, Ganser sagt Divisionsstärke, aber es waren ja nur 500. Ja. Dann lese ich bei Ganser nach, Divisionsstärke, das Wort gibt's gar nicht. Ja. Dann ist auch noch dieses Wort NATO Stay Behind Armeen aus einem ganz anderen Zusammenhang gerissen an der Stelle. Und dann schreibt Ganser selber, das waren 500 Soldaten mit einer Quelle, die auf so ein norwegisches Autorenteam zurückführt. Mhm. Dann sage ich doch, was ist denn das? Das ist ja nix. Okay, und dann gehe ich davon aus, dass Sie dann zur Wikipedia gegangen sind. Sehen Sie, ich habe ja mit den Leuten gesprochen, die Quelle stimmt einfach nicht. Also das habe ich nicht mehr gemacht. Also wir waren ja schon in der Recherche und was ich natürlich auch nicht machen darf, wenn ich jetzt so einen Komplex wissenschaftlich abarbeite, ich würde ja manipulieren. Das heißt, ich würde ja ständig in diese Diskussion eingreifen. Ja. Das darf ich nicht machen. Mhm. Das ist ein System, das läuft da und ich beobachte es ab jetzt von außen. Okay. Ne? Das heißt, wir sind jetzt in der Phase, wo Sie gesagt haben, ich schreibe da nicht mehr rein, sondern ich beobachte die jetzt von außen, weil die sind auf mich ja eh nicht gut zu sprechen und gehen davon aus, dass ich das tue, was die meisten tun, ich gehe klein bei. Weil niemand ich kenne jetzt keinen, der gesagt hat, jetzt reicht's mir. Das ist vielleicht typisch auch Lehrer, die wollen es wissen. Kann das sein? Na, das weiß ich nicht, ob das alle wissen wollen, aber ich bin so jemand, also da bin ich, glaube ich, auch Wadenbeißer. Dann beiße ich mich fest und dann bleibe ich erstmal dran. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch eine Grundvoraussetzung, um so ein Thema überhaupt durchzubekommen. Okay, also diese eine Quelle, die nachweislich ist, einfach frei erfunden. Gibt es da noch mehr in der Richtung? Nee, die ist nicht frei erfunden. Also die sagen natürlich Gregor Schölgen, der schreibt das, ist ein reputabler Historiker. Aber das, was er schreibt, ist einfach frei erfunden, weil das steht da nicht drin. Genau, steht da nicht drin. Wenn es in dem Buch nicht drin gibt, ist es frei erfunden, das meine ich. Genau, und dann gibt es auch eine sogenannte Rezension von Gregor Schölgen. Ich kann doch erwarten, wenn ein Wissenschaftler etwas schreibt, dass der Literaturquellen angibt. Ja. Und wenn es ein Buch gibt, dann gibt er auch bitte Seitenzahlen an, wo das steht. Das macht er alles gar nicht. Das heißt, ich lese mir diesen ganzen Text durch, der irgendwo, glaube ich, in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung veröffentlicht wurde. Ja. Da stehen keine Literaturquellen drin, ein Zitat aus dem Zusammenhang gerissen. Dann stelle ich fest, das Zitat gibt es so gar nicht. Ja. Und dann taucht dieser Gregor Schölgen in der Wikipedia auf als reputable Quelle. Mhm. Dann gucke ich in der Wikipedia selbst auf den Artikel zu Gregor Schölgen und dann schreiben die, naja, seine Quellenarbeit ist mangelhaft. Mhm. Steht gleich oben im ersten Absatz. Ja. Also wird dieser Gregor Schölgen von anderen Historikern angegriffen, die dann sagen, der macht keine gute Arbeit. Und da wird sogar seine Professur insgesamt in Frage gestellt. Das heißt, Wikipedia gibt einem eigentlich die Tools in die Hand, die man braucht, um Wikipedia nachzuweisen, dass sie nicht sauber arbeiten lassen. So. Die Frage, die ich mir stelle, ist, warum die Frankfurter auf die FAZ, warum die das abdruckt, obwohl die Frage stelle ich mir nicht. Okay, machen wir weiter. Die Frage ist, warum macht so ein Wissenschaftler so etwas? Doch leicht nachweisbar. Also als Wissenschaftler keine Quellen anzugeben, ist absurd. Das ist Meinungsmache. Ne? Und das ist genau das, was eigentlich bei 100% sämtlicher Quellenangaben, die kontra Ganser genommen werden, kann man das nachweisen. Es ist Meinungsmache. Mhm. Wenn ich, also die Quellen, die angeblichen Quellen lösen sich in Luft auf? Ja. Also ich würde ich habe es nicht bei allen wirklich nachgeprüft, aber ich glaube, wir können uns auf 80% einigen oder mehr. Besonders kurios finde ich den Fall, wo Ganser verlässt ja irgendwann die ETH, wo er gearbeitet hat. Und da heißt es ja auch im Artikel, er wurde nicht übernommen aufgrund seiner Arbeit, die er da geleistet. Die ETH war froh, dass sie ihn losfahren wollten, sein Beschäftigungsverhältnis sich verlängern. Sie recherchiert, in Wahrheit ist es so, das Beschäftigungsverhältnis wäre ausgelaufen. Nur wenige Professoren bekommen etwas Ähnliches. Und derjenige, der dann auch schreibt, dass man bei der ETH ganz froh war, dass der Ganser endlich weg ist, weil man sah das eh nicht gern, dass der so etwas schreibt. Und da stellt sich später raus, dass der sich einen Titel angeeignet, war gar kein Doktor an dieser ETH. Ja, das ist der hat quasi gegutenbergt, wenn Sie so wollen. Ne? Ja. Bleibt aber Quelle. Jetzt haben wir schon gespoilert. Ne? Das kommt im Film drin vor, das ist abgefahren. Mhm. Das ist also jemand, der schreibt, ich glaube, er hat was gesagt, krude Theorien zu 9/11 oder zumindest etwas Sinngemäßes, die Ganser verbreiten würde. Und sowas hätte nicht in dieser ETH oder diesem Arbeitskreis der ETH oder in der Arbeitsgemeinschaft, hätte da keinen Platz. Und dann lese ich nach in einer Schweizer Zeitung, der hat seinen Doktortitel gefälscht. Mhm. Den gibt's gar nicht. Der hat das vollkommen frisiert. Dann sehe ich doch, Mensch, das ist eine persönliche Auseinandersetzung. Der Ganser macht sehr viel Arbeit, die man wirklich abklopfen kann und die ist super. Mhm. Und da ist sofort der Beigeschmack drin, wenn jemand so angegriffen wird von jemand anders, der gar keinen Doktortitel hat, da geht's um eine persönliche Sache. Das ist keine reputable Quelle, die kann ich überhaupt nicht nehmen. Mhm. Ne? Die ist aber drin in der Wikipedia, klar. Mhm. Und dann auch noch die Besonderheit, das geht eigentlich gar nicht in der Wikipedia, das ist gar kein digitaler Text, wo ich das lesen kann, sondern es ist ein Foto auf Flickr, wo eine Seite von einer Zeitung abgebildet ist, in diesem Falle die Sonntagszeitung aus der Schweiz. Und
Das funktioniert nicht. Also die Wikipedia-Regeln sagen ganz klar, das müssen auch Informationsquellen sein, die längere Zeit bestehen bleiben. Und ein Foto bei Flickr, tut mir leid, das gehört nicht dazu. Mhm. Ne? Und dann kann man schon sehen, dieses Foto bei Flickr, das ist mit sehr großer Wahrscheinlichkeit genau deswegen reingestellt worden, damit man halt das nachweisen kann, dass das Ganze halt irgendwelche kruden Theorien veröffentlicht. Und das ist der Trick dabei. Das heißt, ich habe wieder eine Meinungsmache, die nicht mit wissenschaftlichen Daten unterlegt ist. Mhm. Normalerweise als Wissenschaftler gehe ich hin und sage, ich habe hier eine Hypothese. Gut, wie komme ich da jetzt dran? Ich mache Untersuchungen, das sind meine Untersuchungsmethoden. Ich komme zu einem Ergebnis und ich stelle erst das Ergebnis dar und dann diskutiere ich das Ergebnis. Und das, was die machen, die überspringen den ganzen ersten Teil und kommen dann gleich zur Diskussion. Mhm. Das heißt, ich weiß nicht, auf welcher Basis überhaupt diese Daten ermittelt wurden. Mhm. Und das ist also ganz häufig so, das heißt, da wird irgendjemand mit Zitaten dann ja in die Wikipedia gebracht. Und diese Zitate lese ich dann in der Zeitung wieder als Zitat, wo man dann nicht gekennzeichnet ist, wo kommt das Zitat überhaupt her? Ich weiß gar nicht, in welchem Zusammenhang das gesagt wurde. Das ist keine reputable Quelle. Raus. Mhm. Ja? Lassen Sie uns mal zu etwas kommen, was für mich sehr wesentlich ist, nämlich zu den Autoren bei Wikipedia. Also Wikipedia ist nun mal etwas, Wikipedia ist ja, ja quasi, also ist das Referenzprodukt. Also das Monopol, man geht da schon drauf, liest das. Und wenn dann ein Artikel über Photosynthese stimmt und dann stimmt auch noch jemand ein Artikel über die Gründungsgeschichte von Mercedes-Benz oder was Orangen sind, wie viel Vitamin C da drin ist, dann sage ich erstmal, den glaube ich, das stimmt. Kann ich weitestgehend überprüfen. Es gibt Mercedes-Benz, es gibt auch Orangen und Vitamin C existiert tatsächlich. Wenn ich dann aber auf Personen gehe, die sich irgendeiner Weise mit Zeitgeschichte, Terrorismus, Geopolitik beschäftigen, scheint das nicht mehr so korrekt zu sein. Ich meine, Sie sind ja ein Soundmann. Sie haben ja sich sehr viele Jahre mit Sound beschäftigt. Dieses Mikrofon hier zum Beispiel haben Sie vorhin gesehen. Das ist zwar nur fake-mäßig in Betrieb, aber Sie können sich vorstellen, das war jetzt nicht ganz günstig. So, ja, genau, ja. Das sehe ich sofort. Ja, und genau. Auch die schöne alte Uhr, die hier steht und auch unsere Kameratechnik ist, toll, ne? Ist relativ kostspielig. Und wir haben gerade viel Technik hier in diesem Raum finanziert durch gewonnene Prozesse, weil oft wurde über mich in der Zeitung Dinge geschrieben. Ich habe, glaube ich, 41 Prozesse führen lassen. Das mache ich ja nicht ich, das macht ja unsere Rechtsabteilung. Wir haben von diesen 41, glaube ich, 40 gewonnen. Da fließt dann immer ein bisschen Geld, womit wir eben auch crowdfinanzieren. Das finde ich immer ganz super. Aber das geht nur deswegen, weil in der FAZ, in der Welt, Berliner Zeitung oder die Taz steht eben der Auto drunter. Und dann können wir direkt an die Taz gehen und sagen, Entschuldigung, der hat das geschrieben und dann passiert da was. Bei Wiki ist es ein bisschen anders. Da gibt es ja diese anonymen Autoren. Alle Autoren sind anonym. Es gibt nur ganz, ganz wenige Autoren, so wie ich. Also ich hatte dann zwar dieses Kürzel MF da stehen. Da steht aber dann, es gibt ja immer ein Personenprofil. Auf dem Personenprofil stand ganz klipp und klar drin, MF gleich Markus Fiedler. Mhm. Dann Homepage dazu, damit man einfach sehen konnte, welche Person ist das. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, ich bin ein starker Befürworter dieser Creative Commons Szene. Ja. Und ich möchte natürlich, wenn ich sonst kein Geld dafür bekomme, wenigstens die Reputation dafür bekommen, dass ich sage, das ist mein Artikel, das habe ich geschrieben. Ja. Und das hat ja nichts mit Ordenanhängen zu tun. Das ist auch das im wissenschaftlichen Umfeld muss das so sein. Man muss eigentlich wissen, wer hat denn das geschrieben, damit ich das einordnen kann. Ja. Ne? Ja. Und das kann ich in der Wikipedia erstmal gar nicht. Das heißt also, ich sehe, das sind alles nur anonyme Autoren. Es gibt nur ein paar wenige Ausnahmen, die sich dann wirklich mit Echtnamen anmelden. Mhm. Und es ist auch eine Form von Selbstdisziplinierung, glaube ich. Das heißt, wenn ich mit meinem richtigen Namen dafür stehe, dann muss ich auch Verantwortung zeigen, in dem, was ich da schreibe. Ist das üblich, dass man sich mit einem Pseudonym anmeldet? Oder ja, ist das in gewissen Bereichen so? Nein, in der Wikipedia ist es durchgehend üblich, dass man sich also mit Pseudonym anmeldet. Mhm. Und dann glaube ich, dass halt diese Selbstdisziplinierung aussetzt. Mhm. Da sind wir beim Kern Ihres Films. Sie sind darauf gestoßen, dass es einen inneren Zirkel geben muss. Menschen, die sich um ganz spezielle Themen dahingehend bemühen, dass jeder, der eine andere Meinung vertritt, also der den Artikel neutraler gestalten will, also Meinung rauslassen, neutraler, also vor allem die Meinung dieser speziellen Autoren, der wird abgewatscht, fertig gemacht, auch übelst beschimpft, ich habe das ja auch gelesen, und dann wird er am Ende geblockt. Sie sind dabei auf Autoren gekommen, jetzt wird es dann langsam interessant, also ich lese hier mal Fee, Kübi, Okin, Berichterstattung und Copilot. Und das Ranking nach oben ist tatsächlich so, Copilot ist einer von denen, über die es im Film sehr stark geht, das ist ein sehr fleißiger Autor. Sie lachen, wer ist Copilot? Der hat ja mehrere Namen. Ja, genau. Also das heißt, den echten Namen werden wir nicht nennen. Das kommt im Film. Dann können sich die Zuschauer schon noch drauf freuen. Copilot, das Konto gibt es seit 2011. Und er hat bis 2015, also bis jetzt, zum Zeitpunkt, als wir das im Film gemacht haben, hatte er 49.000 Einträge. Jetzt ist ich darf ganz kurz mal zwischenfragen. Ich kann das immer noch nicht glauben. Copilot, also eine Einzelperson, hat 49.133, glaube ich, Einträge
bei Wikipedia. Also er hat sich 49.133 Mal rangesetzt. Stimmt ja schon nicht mehr, der ist schon weit über 50.000 drüber. Und hat da was, hat Artikel verfasst oder verbessert? Richtig, genau. Also das sind 59.000 Aktivitäten auf Wikipedia. Das kann alles Mögliche sein. Das kann ein Revert sein, was nur ein Klick ist. Das kann sein, dass er Texte geschrieben hat in kürzerer oder längerer Form. Das kann sein, dass er auf Diskussionsseiten was schreibt. 49.000 Aktivitäten, das ist dann viel. Das heißt, er muss also im Schnitt irgendwo zwischen 30 und 40 Aktivitäten pro Tag zeigen, und zwar durchgehend. Mhm. Und er schreibt durchgehend zu Weihnachten, Ostern, Sonntag. Der hat also die Lücken in diesem langen Protokoll von 49.000 Einträgen, die muss man mit der Lupe suchen. Es gibt sie fast gar nicht. Copilot hatte auch noch einen anderen Namen, Jesusfreund. Richtig, genau. Ja. Jetzt komme ich auf meinen ehemaligen Schulkollegen zurück, und der sagte... Der ist selber sehr aktiv in der Wikipedia, und er sagte, sag mal, ja, also das ist ja gut, das sieht ja nach, ein bisschen nach Manipulation aus, bist du dir sicher, was da eigentlich da stattfindet? Ich so, ja, guck dir mal an, diese Typen, die manipulieren den Artikel, das ist ja ganz deutlich nachweisbar. Ich muss ja noch nicht mal investigativ recherchieren, da steht ja hier alles. So, und da musst du vielleicht sagen, wenn ein Artikel, es läuft im Hintergrund immer ein digitales Protokoll. Richtig, man kann sehen, wann ist ein Artikel entstanden, wann wurde er verändert, von wem wurde er verändert, wie wurde er verändert. Richtig, das heißt, man kann sagen, Historie ist ein Gedächtnis dahinter, man kann da reingehen. Richtig, genau. Ja, das heißt, was man aber trotzdem auch löschen kann teilweise. Man kann es löschen nur, wenn man nicht Administrator, sondern wenn man... Bürokrat ist, so heißen die. Also ganz oben kann jemand... Genau, die können wirklich unsichtbar löschen. Solange ich Administrator bin, kann ich das zwar verstecken, diesen Teil. Ja. Dann würde ich dann sehen, Datum sowieso ist dann durchgestrichen, ausgegraut, da gab es mal was. Ich weiß aber nicht, was das war. Ne? Das sind dann meistens solche, das machen die Administratoren dann, wenn da jemand wirklich vollkommen über die Stränge schlägt und richtig beleidigend wird mit Fäkalausdrücken. Ja. Dann löschen die das raus. Insofern, ablenkt, ja. Genau. Also das, was bei Facebook und Co. diese Trolle machen, die wollen nur Verwirrung, die kickt man dann oft. Ja, genau, dieser Begriff, der findet sich dann auch in der Wikipedia wieder. Das heißt, also ich habe dann Einträge, die ich zwar noch sehen kann, dass das aber stattfand, die sind dann aber nur versteckt. Die gibt es noch, die Einträge, die sind aber nur von Administratoren einsehbar. Mhm. Ne? Für mich als Außenperson nicht mehr. Wirklich löschen können tatsächlich diese Bürokraten. Gut, Jesusfreund. Genau, Jesusfreund. Dann sage ich also meinem ehemaligen Schulkollegen, sag mal, guck mal hier, der Co-Pilot, das ist 50.000 Einträge, was macht der den ganzen Tag lang? Da macht er nur noch Wikipedia, ne? Das geht ja gar nicht anders. Und er sagt, ja, bist du hier sicher? Ich so, ja, guck mal, ich habe hier rausgefunden, der hieß vorher Jesusfreund, das sieht noch viel schlimmer aus, er hat 150.000 Einträge gehabt in der Zeit. Ja. Und er, Jesusfreund? Den kannte er. Mhm. Und das Gespräch endete dann damit, dass er sagte, mach da weiter. Also den Typen kenne ich und der ist schon mehrmals unangenehm aufgefallen. In der Wikipedia selber. In der Wikipedia selber, auch genau. In der Hierarchie selber als jemand, der ein bisschen nervt, stört, pöbelt. Nee, nicht. Also Jesus Freund war am Anfang der Wikipedia relativ schnell Administrator. Mhm. Und da gab es ein De-Admin-Verfahren. Das heißt, also er wurde seine Administratorrechte wieder behoben. Aha. Natürlich aus genannten Gründen, weil er parteiisch ist. Mhm. Er ist nicht sachlich, er ist sehr schnell aggressiv in Diskussionen. Da würde ich fast sagen, naja gut, wenn ich jetzt 50.000 Einträge in 4 Jahren mache, 30 Einträge pro Tag, wann schläft der denn? Herr Fiedler, das klingt unglaublich. Also ich möchte da nochmal dranbleiben bei Copilot oder eben auch Jesusfreund. Das ist jemand, der knapp 50.000 Einträge realisiert hat, allein unter Copilot, unter Jesusfreund 150.000. Also ein Mann, der... Das hat schon Stalker-Qualitäten, würde ich sagen. Ja? Oder nennen wir es mal Leidenschaft, ganz neutral. Ja, der sehr leidenschaftlich bei Wikipedia dabei ist. Eine Obsession. Ne? Genau. Der schreibt ja zu vielen Themen. Ja, wir haben das im Film aufgelistet und wir haben im Film nur einen klitzekleinen Bruchteil von seinen Aktivitäten aufgelistet. Und ich habe diese Aktivitäten aus der langen Posting-Liste rausgenommen, die ich dann selber erstellt hatte, mit allen seinen Kommentaren und mit allen seinen Aktivitäten aus der Wikipedia. Und dann komme ich auf seine persönliche Seite und sehe, oh Gott, die Mühe hätte ich mir gar nicht machen müssen. Er heftet sich diese ganzen Themen quasi wie Orden. Wie Orden an. Ne? Guck mal, was ich, wozu ich überall genau. schreibe. Genau, und es sind Massen an Themen. Mhm. Und jetzt kann man das mal vergleichen. Also wir sitzen jetzt hier nach einem Dreivierteljahr Recherche zu einem einzigen Artikelkomplex in der Wikipedia. Ja. Und ich könnte mich dann vielleicht äußern zu Daniele Ganser. Vielleicht zu der Katrin McLean noch, weil das jetzt ja auch aktuelles Thema ist. Und dann zu 9-11 vielleicht noch ein bisschen, das war's. Mhm. Das sind also 4 Artikel vielleicht, zu denen ich was sagen kann. Ja. Und das ist eine Dreivierteljahr Recherche. Mhm. Und der schreibt zu, ich weiß gar nicht, das ist ein zig Artikel auf jeden Fall. Ich glaube sogar, es ist deutlich im dreistelligen Bereich sogar. Mhm. Schreibt dir alle möglichen Kram dazu. Und dann muss ich mich natürlich fragen, wann findet denn da überhaupt Recherche statt? Mhm. Das ist richtig. Also genau. Er kann diese Artikel schlecht recherchieren, weil wenn man so viel allein auf Wiki postet, hat man keine Zeit mehr. Sie haben ja in den Spitzen festgestellt, bis zu 80 Einträge.
Das ist den Durchschnitt. Also das war im Januar. Also er hat im Januar diesen Jahres hat er seine persönliche Bestzeit oder Bestrekord gehabt. Was war das? 2.500 Einträge. Ne? Also 2.500 Einträge allein im Januar. Mhm. Und das kann man dann auch einfach mal durch 30 oder 31 Tage teilen. Dann sind wir bei ungefähr 80 Einträgen pro Tag. Mhm. Und das macht er auch wirklich. Also der macht das im 10-Minuten-Takt am Tag. Herr Fiedler, ich habe an dieser Stelle sehr, sehr gelacht über diesen Film. Also der Film ist dahingehend gelungen, dass einem, dass man auch denkt, es ist ja alles nicht wahr. Grotesk, ja. Und ich möchte, wir werden gleich auch einen Ausschnitt aus diesem Film jetzt mal zeigen, damit man das wirklich sehen kann. Aber ich habe mir, deswegen habe ich heute sehr viel Material dabei, ich habe das also ein paar Sachen ausdrucken lassen, zu was der alles schreibt. Ja? Also dieser Jesusfreund oder Co-Pilot schreibt zu Pegida, er schreibt zur Todesstrafe, er schreibt zu Plagiatsaffäre Gutenberg, Jesus von Nazareth, Feindesliebe, Franziskus, also den Papst, Stand-Behind-Organisation, Rosa Luxemburg, Eva Herrmann, demokratischer Sozialismus, Linksfaschismus, Holocaust, Karl-Heinz Kuras, Schwerter zu Flugscharen, Irakkrieg, Osama Bin Laden, Able Danger, NATO-Doppelbeschluss, Testimonium Flavianum, 9-11-Kommission, Massaker von Katyn, Terroranschläge des 11. September und WTC-7. Und das ist interessant, dass er auch dazu geschrieben hat, weil spätestens, wenn man den Eintrag zu WTC-7 liest, weiß man, was aus Wikipedia geworden ist. Richtig. Es gab ja gerade ein Interview von Ihnen also mit Richard Gage. Ja, ja. Und da hat er nun wirklich für mich als wissenschaftlich, als jemand mit einer wissenschaftlichen Vorbildung, bringt er sehr starke Fakten. Ja. Und wenn ich sage, okay, ich glaube das alles nicht, dann muss ich das zumindest in den Diskurs nehmen. Und zwar muss ich mich dann inhaltlich mit den Fakten beschäftigen. Mhm. Und sagen wir mal so, ich vermute mal, dass es sehr schwer fallen wird, diese Fakten zu widerlegen. Mhm. So, und das findet in dem Artikel gar nicht statt. Mhm. Das heißt also, zum Beispiel, das weiß ich jetzt von einem der jetzigen Mitarbeiter, die wir dabei haben, es sind ein paar aus der Wikipedia schon dazugekommen, da sagt also ein O-Punkt, der sagt dann, ja, schau dir mal den Artikel an zu WTC-7. WTC-7 hieß ja auch Salomon Brothers Building. Ja. Und dieses Salomon Brothers Building war ja deswegen der Name dazu gekommen, weil nämlich diese Salomon Brothers, Bank dann halt dieses World Trade Center 7 umgebaut hat. Also da sind Verstärkungen reingekommen wegen der neuen Mieter, die da drin sind. Ja. Und das ist also um das Zigfache verstärkt worden mit neuen Stahlträgern. Ja. Das findet in dem Artikel gar nicht statt. Ja. Ja. Und zwar, obwohl es einen Versuch gab, das reinzuschreiben. Ja. Da weiß man schon, okay, in welche Richtung gehen die Manipulationen? Mhm. Ne? Und wenn jetzt ein Richard Gage sagt, naja, fünffach überdimensioniert, was die Statik anbelangt, im Vergleich zu dem, was hätte sein müssen, ist das schon sehr stark aussagekräftig, wenn dann das Gebäude einfach in sich zusammenfällt. Also ich kann nur raten, sich den Artikel über Original 7 World Trade Center auf Wiki durchzulesen, und das ist eigentlich ein Lacher, weil daran glauben nicht mal die, die das verkaufen müssen. Aber wir haben es versprochen, wir schauen mal kurz an die Stelle des Films rein, wo wir einfach zeigen, eins muss man dem Jesus-Freund oder auch Co-Pilot sagen, er ist sehr fleißig. Wir schauen mal eben rein. Bitteschön. Wer also ist Co-Pilot, der einen derart großen Einfluss auf den Wikipedia-Artikel von Daniele Ganser hat? Ist er promovierter Historiker? Ist er sozusagen mit dem Mann auf Augenhöhe, den er dauernd kritisiert? Lehrt er auch an einer Universität? Es ist annähernd unmöglich, die wahre Identität der Sichter und Administratoren herauszufinden. Sie verstecken sich fast ausnahmslos hinter Pseudonymen. Aber es sind natürlich auch Menschen mit Name und Wohnort, und wenn man genügend gut recherchieren kann, kann man einiges über sie herausfinden. Sie hinterlassen digitale Spuren. Und Co-Pilot hinterlässt eine auffällig breite Spur. Der Sichter Co-Pilot hat zwischen dem 9. März 2011 und dem 12. März 2015 insgesamt ca. 49.000 protokollierte Einträge und Aktivitäten in der Wikipedia. Das sind im Schnitt 34 Wikipedia-Beiträge pro Tag. Rekordverdächtig. Im Januar 2015 brach er alle seine persönlichen Rekorde. Die Statistik weist hier insgesamt 2513 Aktivitäten innerhalb von 30 Tagen auf. Das sind im Schnitt 81 Wikipedia-Aktivitäten pro Tag. Wie kann er zu all diesen Themen genau Bescheid wissen? Schaut man sich beispielsweise den 1. Januar 2015 genauer an, erkennt man, dass Co-Pilot morgens um 10.16 Uhr zur Pegida etwas schreibt. Danach folgen Einträge und sonstige Aktivitäten im 10-Minuten-Takt bis 11.58 Uhr. Nun macht Co-Pilot Mittagspause bis 14.13 Uhr. Ab diesem Zeitpunkt schreibt er mit Ausnahme einer weiteren kleinen Pause zwischen 14.16 Uhr und 15.49 Uhr bis nachts um 23.30 Uhr, wieder durchgehend im 10-Minuten-Takt.
Am nächsten Morgen des 2. Januar 2015 beginnt seine Aktivität in der Wikipedia um 7.32 Uhr mit Löschungen von Beiträgen in der Diskussion zu Pegida. Ab jetzt schreibt er wieder durchgehend bis 9.51 Uhr. Dieser Tagesablauf korreliert mit den allermeisten anderen Tagen der letzten 4 Jahre. So, das war ein kurzer Ausschnitt aus dem Film Die dunkle Seite von Wikipedia. Ein Film, der Markus Fiedler und Frank-Michael Speer zu verdanken ist. Sie sind beide Lehrer, wenn ihr das richtig seht. Nee, das ist nicht richtig. Also Frank-Michael Speer, das ist jemand, den ich aus meiner Zeit als Tonstudiobetreiber kenne. Also ich habe ja während meines zweiten Studiums halt das finanziert mit Tonstudiobetrieb. Und er kommt aus der gleichen Stadt wie ich, nämlich aus Hildesheim. Und hat dann da halt auch einen Tonstudiobetrieb. Und dann zufälligerweise in den Räumen, wo ich schon jemanden kannte, der früher Tonstudio hatte. Und dann kamen wir ins Gespräch. Und kannten, kennen uns ja schon seit einigen Jahren. Und ja, ist der Film dann auch entstanden? Also, naja, ist gut geschnitten. Mir ist der Ton aufgefallen, sehr gut gemacht. Weil ich, also super, dachte ich, wow, das ist top, perfekter Bürgerjournalismus. Also technisch auf einem hohen Niveau. Naja, gut, da sind wir auch schon nicht ganz unbelegt. Ne? Also, also es ist, also der Film, also diese kurzen Bildsequenzen, die wir quasi für die Narration dazugenommen haben, damit man einfach ein bisschen was erklären kann, das ist alles jetzt in Hildesheim entstanden, zum größten Teil. Wobei wir auch ein paar Sequenzen aus Oldenburg damit dabei haben. Einfach dann die Bibliothek aus Oldenburg zum Beispiel. Ne? Also, natürlich sehr schönes Ambiente dazu. Okay. Aber das ist natürlich klar. Also wir sind, das ist, glaube ich, das Problem. Also ich glaube, das kann nicht jeder machen. Also man müsste halt den technischen Hintergrund haben. Und dann muss man auch noch sich noch mit dem Thema irgendwie auskennen. Wikipedia ist ja auch ein riesen Themenkomplex. Ja. Um das alles so alleine zu wuppen, das können wahrscheinlich nicht ganz so viele. Deswegen war auch ein Antrieb, dass wir gesagt haben, es gibt so viele nicht, die sich damit beschäftigen können. Das müssen wir jetzt machen. Mhm. Oder ich muss das machen. Mhm. Weil das sonst gar nicht stattfindet, dieses Thema. Und das ist etwas, was mich sehr, sehr wundert. Ich weiß, dass der Chaos Computer Club sich schon mal damit beschäftigt hat. Also, dass Artikel merkwürdig verändert werden, verschwinden und so weiter. Die haben sich aber noch nie so intensiv damit beschäftigt. Warum ist das so? Warum müssen Sie als Biologielehrer, aus Oldenburg einen Film darüber reden. Das ist eine klassische Recherchearbeit für das ZDF. Ja, klare Antwort. Dieses Thema findet in öffentlich-rechtlichen Medien und auch in allen Leitmedien nicht statt. Mhm. Das muss man einfach ganz klar sagen. Und ist das Absicht? Na, das kann man nur als Absicht unterstellen. Mhm. Also ich bin jetzt der Meinung, das ist Absicht, das geht gar nicht anders. Mhm. Das ist ja auch der Grund, warum zum Beispiel dieser ganze 9-11-Komplex nicht neutral in den öffentlich-rechtlichen Medien diskutiert wird. Mhm. Mhm. Ne? Und dann findet natürlich auch ein Daniele Ganser, der sich damit beschäftigt, bei uns nicht statt. Ja. Ich war total verwundert, dass da ab und zu doch mal irgendwelche Interviews in Zeitschriften auftauchen und zuletzt sogar tatsächlich mal ein Interview, was wirklich sachlich ist. Also das bin ich gar nicht mehr gewohnt mit diesem Zusammenhang. Mhm. Und das heißt, es bleibt nur, dass solche Leute wie Sie, die über KenFM so etwas verbreiten, dass man dann auf diese Kanäle geht. Mhm. Und es ist auch unser Problem, sage ich mal, und das ist auch das Problem von Daniele Ganser und das Problem von Willi Wimmer ist, dass man uns zuhört und dass man das, was wir sagen, dass man diese Argumente überdenkt und sie in die eigene Meinungsbildung mit einbringt und dann vielleicht die Sicht, die man bisher hatte, ein wenig revidiert und sagt, da gibt es noch andere Aspekte. Und dass wir eben populär sind. Also wir können ja sehen, wir mit Positionen, habt ihr vielleicht gesehen, wir haben die 500.000 durchschlagen. Das heißt, wir können jetzt schon sagen, dass wir einen Marktanteil haben. Das heißt, das ist schon so, dass Leute sich das anschauen. Das wird ja zum Problem. Auch für Ganser wird es zum Problem. Auch sein Vortrag, den wir gefilmt haben, ist ja weit über 400.000 Mal geklickt. Ein Uni-Vortrag. Das ist jetzt staubtrocken und jetzt bildtechnisch nicht hochspannend abgelichtet. Trotzdem hören dem Mann sehr viele Menschen zu, die ja auch dann bei Wiki auch eingetragen haben. Es geht doch um die Oberhoheit, von der Ganser auch spricht, nämlich die öffentliche Meinung als ist ja die zweitstärkste Macht, um Chomsky zu zitieren. Da gibt es erst das Imperium, also die Vereinigten Staaten, und da gibt es die öffentliche Meinung. Und diese öffentliche Meinung möchte man eben durch diesen Edit War, können Sie den Begriff gleich erklären, möchte man im Griff behalten. Ja, klar, das ist richtig. Also das Problem ist, dass die öffentlich-rechtlichen Medien, ich rede jetzt auch wirklich mal gezielt von öffentlich-rechtlichen Medien, die haben einen Bildungsauftrag. Und diesen Bildungsauftrag erfüllen sie nicht mehr. Also ich habe in den öffentlich-rechtlichen Medien ganz häufig Propaganda. Und Propaganda ist das Gegenteil von Bildung. Das heißt, ich müsste auch schon mal hinterfragen, was ist eigentlich mit den GEZ-Gebühren? Ja. Das heißt nicht, dass ich generell gegen GEZ-Gebühren bin. Ich finde es eigentlich ganz gut, dass es so einen paritätisch finanzierten Journalismus gibt, weil es gibt auch viele Themen, die kann man nicht alleine vielleicht abarbeiten, weil man braucht ein bisschen Geld im Hintergrund, um was recherchieren zu können. Und es gibt ganz viele Autoren, die wollen was dazu sagen. Jetzt haben sie auch einen Christoph Hörstel interviewt und der sagt das ja ganz dezidiert, er sagt,
ja, ich will das ja machen, aber ich muss mir dann überlegen, was ich in der Woche bringe, weil mehr als einen Beitrag pro Woche kann ich mir nicht außerhalb dieses Themenclusters erlauben, was vorgegeben ist. Ja. Ansonsten, wenn ich das mehrfach mache, dann wird man einem irgendwann hinter der vorgehaltenen Hand gesagt, du fliegst jetzt raus. Ja. Und das ist nachvollziehbar. Das sagt auch ein Journalist vom Spiegel. Das sagen mehrere Journalisten, die eigentlich nicht mehr bei den öffentlich-rechtlichen Medien jetzt sind, so wie sie ja auch. Ja. Ja. So, und das heißt, also die Pressefreiheit endet bei der inneren Pressefreiheit, wo in der Redaktion schon entschieden wird, dass das nicht die Richtung des Blattes zum Beispiel ist. Genau. Und dann geht es also nicht darum, prinzipiell über GEZ-Gebühren zu diskutieren, sondern einfach sagen, Leute, wir entziehen euch die GEZ-Gebühren. Das müsste sich jetzt mal wirklich ein Rechtsanwalt mal vornehmen und einfach sagen, diese Grundlage laut Rundfunkstaatsvertrag ist nicht mehr gegeben. Ja. Wir entziehen euch jetzt die GEZ-Gebühren, einfach deswegen, weil ihr vertragsbrüchig seid. Mhm. Wenn ich einen Installateur anstelle und sage, du machst mir jetzt bitte mal die Heizung heile, und er macht das Gegenteil, er macht nicht die Heizung heile, sondern kaputt, dann kann er doch nicht von mir erwarten, dass er dafür Geld bekommt. Ja. Aber ich habe anscheinend als Rezipient der öffentlich-rechtlichen Medien keine Rechtsgrundlage, dass ich auch für mein Geld vernünftige Arbeit erwarten kann. Ich habe nur die Haushaltsabgabe, ich muss also bezahlen. Ich muss ja bezahlen, ich kann nicht sagen. Gut, also das kann man ja begründen, wenn man sagt, okay, das ist paritätisch finanziert, ich muss ja auch Steuern bezahlen, hätte man mit reinnehmen können, und dann sagt man, gut, aber für das, was du da bezahlst, bekommst du auch eine Gegenleistung, genau wie ich auch eine Gegenleistung für meine Kirchensteuer bekomme zum Beispiel. Mhm. Oder, ne? Und das ist anscheinend nicht mehr opportun, sowas zu machen. Mhm. Das beobachten wir jetzt, also ich jetzt selber, nachdem ich eigentlich erst ziemlich spät eingestiegen bin, seit 2012 ist es für mich ganz offensichtlich, dass da was schief läuft. Aber wenn man so die Entwicklung beobachtet, es war noch nie richtig objektiv, dieser Journalismus. Ja. Aber die Tendenz sehe ich jetzt eigentlich seit der Wiedervereinigung von Deutschland und immer stärker halt, dass die Medien jetzt immer stärker in diese transatlantische Richtung schwenken. Mhm. Als Lehrer, wie alt sind diejenigen, mit denen Sie zu tun haben? Ich bin in der Oberstufe vorwiegend aktiv. Das heißt, also ich habe dann schon junge Erwachsene vor mir teilweise. Mhm. Und es ist aber nicht mein Thema in der Schule. Also die Wikipedia sicherlich, das ist ein Thema, das habe ich ja vorhin schon gesagt. Ja. Aber es ist jetzt nicht mein Thema, dass ich da irgendwie Politik unterrichten würde. Mhm. Was ich wissen möchte ist, man bekommt ja mit nach dem Unterricht auf dem Schulhof, wenn man als Privatperson auch eher, oder jetzt ist kein Unterricht, nicht als Lehrer wahrgenommen wird, sind die alternativen Medien bei den Schülern ein Thema? Immer mehr, aber nicht genug. Da hätte ich vorhin auch schon eingehakt fast, weil sie finden zwar sehr häufig jetzt statt, auch übers Internet, aber es sind immer noch zu wenig. Mhm. Also die meisten sitzen immer noch vor der Tagesschau und halten das für ein reputables Medium, wie ich übrigens auch vor kürzerer Zeit. Mhm. Und sage ich, das kann nicht sein. Und dann sehe ich in der Tagesschau, also ich glaube Tagesthemen war das, Klaus Kleber, da ging es um Zehntausende in der Ostukraine, die für einen Verbleib der Ostukraine in der Ukraine demonstrieren. Mhm. Zehntausende, das Wort fiel dann mehrfach. Ja. Und da gab es einen Autokonvoi und da gab es dann eine Riesendemonstration in so einem Fußballstadion. Und die sowas, was die Bilder suggerieren, sie suggerieren, dass da Zehntausende auch wirklich in diesem Fußballstadion drin sitzen. Ja. Und dann hinten dran geschnitten ist ein Video von einem Handy aufgenommen offensichtlich, zeigt dieselbe Situation, das kann man relativ schnell daran erkennen, dass die Leute natürlich alle in derselben Reihenfolge da sitzen und natürlich dann sehe ich auch die Journalisten, die unten stehen und es ist bis auf einen Rang, wo vielleicht 200 Leute sitzen, ist der Rest leer. Ja. Gehende Leere in diesem Stadion. Ja. Und das passiert ja nicht nur einmal, solche Berichterstattungen, das passiert mehrfach. Es ist schon ein richtiger Sport auf YouTube, solche Videos zu veröffentlichen, wo man immer zeigt, guck mal, das ist öffentliche Berichterstattung, das hat tatsächlich stattgefunden. Mhm. Oder ein Hubschrauberabsturz passiert in Syrien, wird einmal in Afghanistan verwendet und einmal im Irak auch noch. Wenn man ihn hat, dann nimmt man ihn auch. Genau, das ist super. Ja. Ne? Das heißt also, dann weiß ich, derjenige, der den Cut macht, und das taucht am selben Tag zweimal auf, dieser Bericht, mit demselben Bildmaterial. Der den Cut macht, der muss wissen, dass er lügt. Mhm. Also es kann ja nicht sein, dass der irgendwie einen Alzheimer hat und sagt, oh, das, was ich vor 3 Stunden gemacht habe, das fällt mir gar nicht mehr ein. Mhm. Also das heißt, denen ist klar, dass sie falsche Berichterstattung machen. Und wenn mir sowas einmal passiert und ich bekomme einen Beitrag von fremden Radiostationen oder Fernsehstationen und der ist nicht koscher, der Beitrag, dann würde ich erwarten, das kann ja Fehler passieren immer, dann würde ich erwarten, okay, also die Jungs, die uns da was schicken, die sind wohl nicht so ganz als reputabel einzuordnen. Dann muss ich das nachprüfen, was da kommt. Mhm. Und das Gegenteil sehe ich in den öffentlich-rechtlichen Medien. Das heißt, ich sehe in einer Kaskade von Ereignissen, jetzt über das halbe Jahr verteilt, wenn man dann die Aufmerksamkeit darauf richtet, sehe ich immer wieder Berichte, die einfach faktisch nicht inhaltlich richtig sind. Aber sie werden wiederholt und wiederholt und wiederholt. Richtig, genau. So, und wenn ich jetzt die Schüler und die Kollegen, die Lehrer, es gibt genügend, die es einfach nicht auf dem Schirm haben. Und es ist auch nicht... Das ist ja nicht denen anzulasten. Also man muss einfach sagen, die öffentlich-rechtlichen Medien und die ganzen Leitmedien machen das sehr gut. Fehlt uns ein Medienunterricht an den Schulen?
Einfach erklären, was sind Medien überhaupt? Also klar, zum Marshall McLuhan eigentlich zurückkehren. Chomsky lesen, all diese Dinge. Ja? Niklas Luhmann, einfach was, ja, bis in die Soziologie hineingehen. Wie funktionieren ja, also Massenmedien? Ja, es ist ja, es sind ja auch Tricks dabei, die ja. man einfach wissen muss. Also ja. zum Beispiel werde ich jetzt wahrscheinlich, wenn man das richtig sieht, werde ich wahrscheinlich rechts von Ihnen auftauchen im mhm. Bild. Ja. Und rechts ist immer die Position, die psychologisch einen kleinen Affront darstellt für den Zuschauer. Das heißt also, der Zuschauer wird unterschwellig manipuliert. Ne? Ja. Das heißt also, Sie sind links, Sie vertreten die Position des Zuschauers, alles mhm. klar. Mhm. Und ich komme von rechts und sage etwas, was erstmal nicht in sein Weltbild reinpasst. Mhm. Er spendet mir mehr Aufmerksamkeit, weil ich rechts sitze. Mhm. Das mhm. muss man wissen. Mhm. Und für die paar Linkshänder, die lassen wir jetzt mal außen ja. vor. So, das heißt also, das sind also unterschwellige Manipulationsmöglichkeiten. Das mhm. müsste ich eigentlich unterrichten. Das tue ich aber nur in den wenigsten Fällen. Das ist nicht Stoff der Oberstufe, mhm. generell nicht Stoff der Schule. Mhm. Das ist nur ein Beispiel von vielen, die man nehmen kann. Man kann ja auch den Ton verändern. Mhm. Und entsprechend, das heißt, wenn ich jetzt hier... Oder unvorteilhafte Bilder von Leuten nehmen, um sie aggressiv darzustellen, wo sie vielleicht gerade begeistert sind oder dynamisch sind. Dann nimmt man Bilder, wo man sagt, der sieht aber komisch aus, schlechtes Licht. Wir wissen das, also jeder, der mal bei einem Fotoshooting dabei war, weiß, man kann auch George Clooney ziemlich schlecht aussehen lassen, natürlich. Wenn man sich Mühe gibt. Richtig, ja, klar. Ja. Oder ich nehme jetzt meine Stimme, das ja. heißt, ich bin ja irgendwo im Bariton ja. aktiv und nehme dann die Stimme mit einem sehr sonoren Bass rein ja. und dann kann ich natürlich wie dieser Mann, der diese Jeverwerbung da macht, kann ja. ich natürlich auch dann entsprechend sehr kompetent rüberkommen. Ne? Ja, das ist ja. es dann. Oder ich nehme eine Stimme, die sehr piepsig ist und dann da weiß man überhaupt nicht, dem traut man nicht. Ne? Ja, ja. Genau. Und das sind also diese subtilen Manipulationsmöglichkeiten, die noch unter dem auftauchen, was ich ohnehin schon habe, was an der Oberfläche schwimmt. Mhm, ne? Das wird nicht unterrichtet. Mhm. Also ich wüsste jetzt nicht von irgendwelchen Kollegen, die das machen würden. Mhm. Das weiß ich auch nur zufällig deswegen, weil ich ja über mein Studium natürlich irgendwann mal mit dieser Frage Medien in Konfrontation geraten bin. Mhm. Ich möchte an dieser Stelle auf einen Vortrag verweisen, der an der Uni, glaube ich, Kiel gehalten wurde, den ich immer nur empfehlen kann. Professor Mausfeld hat den gehalten, also Warum Schweigen Dilemma. Kann ich nur wunderbar, da fallen auch Namen, wo ich die Autoren immer empfehlen kann, also von Edward Bernay bis Laserfeld, dringend sich anschauen. Also man merkt, und da zitiere ich mal Bröckers, Medien bilden die Realität nicht ab, Medien machen die Realität und Wikipedia gehört Richtig. Dazu. Wikipedia macht die Realität, Wikipedia suggeriert, was bei Wikipedia drinsteht, ist die Wahrheit, so ist das. Die Sonne geht auf, das ist richtig, und das, was über Ganser hier drin steht, ist so. Ja, die nutzt natürlich auch, ich würde fast sagen, diese Artikel um Daniele Ganser und alle anderen Artikel, die jetzt manipulativ sind, die nutzen auch die Reputation der Wikipedia aus dem naturwissenschaftlichen Bereich. Ja. Das sind parasitäre Artikel. Mhm. Das heißt, diese Artikel profitieren nur einseitig von der Wikipedia. Ja. So Leute wie ich, die gucken sich Naturwissenschaften an und sagen, boah, super, gut abgearbeitet. Und dann färbt diese Reputation der Wikipedia aus dem naturwissenschaftlichen Bereich in diesen gesellschaftspolitischen Bereich ab. Mhm. Und andersrum färben die natürlich auch auf die anderen Artikel ab, dass also die Kollegen dann sagen, die ist nicht als Literaturquelle zu gebrauchen. Doch ist sie in dem einen Teil ja schon, aber in dem anderen Teil ja nicht. Aber Herr Fiedler, wissen Sie, ich bin ja offiziell Reporter, aber eigentlich mache ich, seit ich auf diesem Planeten wandel, Mustererkennung. Wir alle hinterlassen Spuren und egal was wir tun, das ist nie originell. Es gab schon andere auf dem Mount Everest, egal auf welche Idee wir gekommen sind, wie man etwas hintergehen kann, intrigant sein kann oder Leute reinlegen kann. Das haben schon andere sich überlegt in den letzten 15.000 Jahren. Und mir fällt einfach auf, dass das eine ganz bewährte Technik ist. Also damit eine Lüge oder damit diese Manipulation, dieser Rufmord, damit der glaubwürdig erscheint, muss sehr viel in Artikeln oder was man sonst so verbreitet, einfach richtig sein. Sodass man sagt, dem vertraue ich und da schiebt man das quasi unter. Also ich weiß, wie das passiert, wenn sich Menschen treffen und zum Thema 9/11 was machen wollen. Großer Kongress, da kommen dann sehr viele Menschen, Architekten, Baustatiker, alle möglichen. Und dann schleuse ich dann noch irgendjemand ein, der ganz zum Schluss noch einen Vortrag halten will über UFOs. Den baue ich da einfach halt ein. Oder der sagt das gar nicht, dass er über UFOs reden will, aber ganz zum Schluss spricht er noch über UFOs und flippt mein Ding auf der Bühne auf. Das filme ich. Und dann bringe ich nur diesen Ausstehen und zeige, genau. Da haben sich ein paar Leute getroffen, Architekten und so weiter, und dann nehme ich so einen aus und der war auch dabei. Und wenn ich das, gut, dass ich da nicht war, das war wohl ein Haufen von Irren. Das geschieht ja hier auch. Richtig, genau. Also es ist eine bewährte Methode, die allerdings inzwischen so plump und langweilig ist, dass das doch nicht funktionieren kann. Es funktioniert doch. Also bei uns natürlich nicht mehr, weil wir dahinter schauen. Und in dem Moment, wo ich so den ersten zündenden Funke habe und das erkenne, dann gucke ich natürlich auch bei allen Artikeln nach, als auch jetzt im Spiegel, für mich grauenhaft. Das war mal ein Sturmgeschütz der Demokratie. Das ehemalige Nachrichtenmagazin. Das ehemalige Nachrichtenmagazin der Spiegel. Ne? Ja. Und ist jetzt zur Spritzpistole der Angela Merkel verkommen. Zitat Ende. Das lief mal auf einer, glaube ich, Vorstandssitzung vom Spiegel. Und das hatte, glaube ich, ein Herr Schramm, glaube ich. Dann, Herr Fiedler, was versprechen Sie sich denn eigentlich von diesem Film?
Wir werden diesen Film ja exklusiv bei uns präsentieren. Genau, was kommt dabei raus? Das heißt... Ja. Oder was wünschen Sie sich, was dabei rauskommen soll? Drei Sachen. Also Nummer eins, ihr macht mir mein Open-Source-Projekt Wikipedia kaputt. Und ihr heißt dann natürlich speziell die Leute, über die wir gerade gesprochen haben. Mhm. Das kann so nicht sein. Ihr verunstaltet da etwas, was der Allgemeiner zugutekommen soll. Was wichtig ist. Genau, das ist wichtig. So, unabhängig davon, dass da eventuell noch schon von Anfang an irgendwelche Manipulationsmöglichkeiten vielleicht vorgesehen waren. Siehe halt Jimmy Wales als Gründer der Wikipedia. So, und Nummer zwei... Es geht natürlich auch um die Person von Daniele Ganser. Das ist natürlich im gewissen Sinne auch natürlich Feuerschutz, den wir ihm da geben. Das ist aber gar nicht so der Hauptgrund. Und Nummer drei, wir müssen die Öffentlichkeit darüber aufklären. Das ist, glaube ich, der wichtigste Grund, weil es ja eben in den Leitmedien stattfindet. Müssen wir die Öffentlichkeit darüber aufklären, was da eigentlich in der Wikipedia läuft. Mhm. So, und das ist jetzt keine andere Chance, als es hier an diesem Punkt zu machen. Mhm. Sie haben ja auch mit einer uns bekannten Kollegin, einer Medienwissenschaftlerin gesprochen, Sabine Schiffer, und sie konkret im Film gefragt, ob Wikipedia eine wissenschaftlich haltbare, neutrale Quelle ist. Was hat die Ihnen geantwortet? Also sie hat das nicht uns geantwortet, sondern das war Weltnetz TV. Wir haben einfach jetzt mal das Zitatrecht in Anspruch genommen, alles das klar. Mal da rausgenommen. Und Sabine Schiffer war damit ja auch einverstanden. Ja. Sie sagt, Wikipedia ist keine reputable Quelle. Sie kann die Wikipedia nicht als Quelle in einer Masterarbeit oder in einer Bachelorarbeit zulassen. Mhm. Aus den genannten Gründen, die wir jetzt alle schon durchgegangen sind. Also sie argumentiert genau auf unserer Linie. Mhm. Und dann sagt natürlich eine Sabine Schiffer, das müsst ihr ins Fernsehen bringen. Also das muss zum Beispiel zum ZAP-Magazin. Ja. Dann gucke ich mir das ZAP-Magazin an und sehe, wie dieses ZAP-Magazin zum Beispiel über die Montagsdemos, die neulichen, berichtet direkt über ihre Person berichtet. Dann sage ich, das kann da nicht rein. Ja. Die Leute sind vollkommen unsachlich. Das ist wahrscheinlich Autoren bei Wikipedia. Das ist nicht auszuschließen, ne? Das kann natürlich sein. Jetzt in unserem Fall würde ich erstmal sagen, okay, also der Themenkomplex hat damit wahrscheinlich nichts zu tun. Aber ansonsten, klar, das ist zu befürchten, dass natürlich auch viele die Anonymität nutzen und dann in die Wikipedia reingehen. Also bei Vieh bin ich mir relativ sicher, das ist so eine Art Spin-Doktor. Ne? Das heißt also, der bringt Themen rein und es gibt bestimmte Gefolgsleute, zum Beispiel Berichterstatter haben wir vorhin gerade gehabt, überall wo Vieh auftaucht und sagt, das müsste jetzt aber mal gemacht werden, kommt Berichterstatter hinterher und macht das dann. Mhm. Insofern ist Vieh mir so ein bisschen mehr im Hintergrund und dieser Berichterstatter macht dann quasi die Exekutive, die ausführende Gewalt in der Wikipedia. Also das ist quasi so ein Masterplan, dass Leute zusammenarbeiten. Genau, und dann frage ich mich natürlich, wer instruiert Vieh? Ist dieser Vieh alleine stehend? Macht er das aus Überzeugung? Ist er Überzeugungstäter? Ja. Oder gibt es da noch Leute im Hintergrund, die ihn da eventuell in diese Richtung drängen? Sind Sie so naiv, dass Sie glauben, dass es Einzeltäter sind, die sagen, ach, huch, der ist so eine ähnliche Meinung? Oder, also ich glaube, dass die gut organisiert sind. Ja, wir haben ja eben gerade von der Genese des Films gesprochen. Vielleicht kann man so erklären. Ich gehe immer von verschiedenen... Arbeitshypothesen aus und prüfe, ob die richtig oder falsch sind. Jetzt sind wir an einem Punkt angelangt, was wir im Film noch gar nicht haben, aber dass sie einfach sagen, okay, also diese Häufung von Manipulationsversuchen, die alle in dieselbe Richtung gehen, ich habe noch ein paar dabei, dann können wir gleich mal einen vielleicht davon vorlesen. Ja. Diese Häufung von Manipulationsversuchen, das ist einfach zu viel, als dass es Zufall sein könnte. Mhm. So. Und dann ist natürlich die Frage, wir haben also bestimmte Peergroups in der Wikipedia. Es gibt eine Peergroup, die beschäftigt sich vielleicht nur mit Biologieartikeln oder mit Chemie. Lassen wir außen vor, die machen das alles ganz sachlich. Und dann gibt es andere Peergroups und bestimmt nicht nur eine, sondern vielleicht mehrere, die sich halt mit diesem Komplex 9-11 beschäftigen. Und da sieht man ganz deutlich, da wird manipuliert. Und also ehrlich, mein Gefühl sagt mir, das ist von außen gesteuert. Mhm. Wer das ist, kann man nicht sagen. Das wäre jetzt quasi schon die Ankündigung eines nächsten Films, der dann einfach mal kommen könnte. Ja. Aber das es ist... Pro-amerikanische Interessen. Natürlich. Das ist eindeutig. Ja. Richtig, genau. So. Also jede Art von Kritik an dem, was die Vereinigten Staaten auch militärisch im Moment tun, seit dem 11. September, wer da irgendwie sagt, das ist nicht in Ordnung oder hinterfragt oder die meinetwegen mit dem Völkerrecht konfrontiert, der kriegt sofort eins vor den Latz geknallt. Richtig, und das ist einfach ein Totschlagargument. Also ich habe natürlich auch ein bisschen nebenher mal was recherchiert und dann kommt man relativ schnell zu Goldman und Sachs. Das ist ja, glaube ich, gar nicht... Es ist gar nicht die Amerikaner, das stimmt ja gar nicht. Es ist ja immer die Administration. Ja. Und dann würde man fast sagen, viele reden ja auch schon nicht mehr von Politikern, sondern von Politikdarstellern oder Schauspielern. Ja. Das heißt also, im Hintergrund läuft noch was anderes ab. Ja. So, und das deckt sich eins zu eins mit dem, was in der Wikipedia stattfindet. Mhm. Also auch wieder auf Hinweis von jemandem, guck doch mal da rein. Ja. Und ich war erstaunt und... Das ist Satire, was hier stattfindet. Das heißt, da schreibt jemand bei Goldman und Sachs, dass natürlich die Banker von Goldman und Sachs alle wunderbar vernetzt sind in verschiedenen transatlantischen Bündnissen. Das hat mal also ein
Wie heißt er nochmal? Von der Anstalt. Ja, ich weiß, wen Sie meinen. Genau. Pelzig. Genau, Erwin Pelzig. Ja. Hat das mal wunderbar dargestellt. Auf dieser schönen weißen Wand fängt dann in der Mitte mit Goldman und Sachs an und zeigt dann, welche Persönlichkeiten alle mit Goldman und Sachs vernetzt sind. Und in der Mitte steht der Joffe von der Zeit. Ja, genau. Ja. Nee, halt, das ist übernommen worden. Okay. Also es ist ein viel früherer okay. Beitrag, ja. der sich nur um Goldman und Sachs dreht, ja. wo man sieht, dass es der Vorstand. Ich erinnere mich, genau. Aber, und dann ist der auch noch verkettet mit der transatlantischen Brücke oder was auch immer. Ja, und Aspen-Institute. Genau, richtig. Man kennt sich. Ja. Angela Merkel ist auch mit dabei, Atlantikbrücke zum Beispiel. Und das dreht sich einmal um die gesamte Tafel rum und endet damit, dass er sagt, die kennen sich alle. Ja. Natürlich kennen die sich alle. So. Mhm. Und ist natürlich naheliegend, dass dann auch irgendwann mal, dass das auch in die Wikipedia abfärbt. Mhm. Ne? Dass da auch jemand vielleicht ist, der, vielleicht wissen die noch nicht mal die Schreiber aus der Wikipedia, dass sie mit jemandem von so einem transatlantischen Bündnis gesprochen haben. Mhm. Und dann passieren solche Sachen. Der sagt jemand, ja, guck doch mal an, die sind in diesen Bündnissen drin. Das müsste doch eigentlich rein. Da sagt jemand, nein, Zitat, solange es keine Sekundärliteratur gibt, die diese Vernetzung thematisieren, bleibt es deine persönliche Recherche und muss als Original Research draußen bleiben. Das sagt Arab Salam um 11.45 Uhr am 6. September 2012 zur Diskussion zu Goldman und Sachs. Mhm. So, und sage ich doch, wie persönliche Recherche. Diese Person, die sagt, da sind doch die Leute, die da vernetzt sind, das sind Primärquellen, wo drin steht, das sind unsere Mitglieder. Also der bringt die Mitgliederlisten von diesen ganzen transatlantischen Thinktanks und dann sagt der, nee, das ist hier deine eigene Recherche. Ja, hallo, das ist doch Quatsch. Also ich darf keine Primärquellen in der Wikipedia bringen und muss dann auf Sekundärquellen zurückgreifen. Das ist das Gegenteil von dem, was ich als Naturwissenschaftler gelernt habe. Normalerweise, ich gucke erst in die Primärquelle rein und dann gucke ich mal nach, zu welchem Ergebnis ich komme. Ne? Und dann forsche ich ja selber noch, vergleiche das damit und dann gucke ich mal, was die anderen noch darüber geschrieben haben. So, das ist anscheinend in der Wikipedia nicht verlangt. Das heißt also, die sollen immer nur Sekundärquellen bringen. Mhm. Das kann man instrumentalisieren. Und das wird ja auch gemacht. Mhm. Herr Fiedler, ich möchte an dieser Stelle noch mal auf etwas anderes hinweisen. Ein Bühnenprogramm, was ich gesehen habe von Uthoff, kennen Sie auch aus der Anstalt, aber es ist ein Soloprogramm. Max Uthoff, ja, genau. Der einfach darauf hingewiesen hat, wenn man sich mal in Deutschland mal anguckt, die großen überregionalen Zeitungen, wem die eigentlich gehören. Ja. Die sind ausschließlich in den Händen von sehr reichen Familien, die im dreistelligen Millionenbereich ihr Vermögen haben. Und warum sollten die daran interessiert sein, die Leser darauf hinzuweisen, dass es eine soziale Ungerechtigkeit gibt? Das wäre ja kontraproduktiv. Also Pressefreiheit ist die Freiheit von wenigen, in der Presse das zu veröffentlichen, um ihre Meinung kundzutun. Da haben wir seht von der FAZ, aber inzwischen sind es ja nicht mehr 200, inzwischen sind es, glaube ich, noch unter 20. Also, die Frage, die ich mir jeden Morgen nicht mehr stelle, sondern das habe ich immer im Hintergrund, aber ich kann es jedem Zeitungsleser immer raten, die Gazette, die du kaufst, hat einen Besitzer. Wem gehört das? Auch The European zum Beispiel, da sind ja auch der ein oder andere Atlantiker drin, ist verkauft worden. An wen? Wo war der vorher? Der war bei der Welt, der war bei Focus. Okay, wie ist die Ausrichtung der Autoren jetzt in The European? Dass man einfach klar sagt, also wenn du in ein Autohaus gehst von Volkswagen, werden die dir dort verschiedenste Marken anbieten. Seat, Porsche, VW, Audi, vielleicht sogar eine Ducati Motorrad, aber das alles gehört inzwischen zur Volkswagen-Gruppe. Sie werden dir kein Mini anbieten und auch kein BMW und Suzuki kriegst du dort wahrscheinlich auch nicht. Ja, das ist den Leuten, glaube ich, gar nicht klar, dass ihre Zeitung, dass im Hintergrund laufen Vernetzungen, das gehört jemandem. Warum fand Daniel Ganze in The European statt vor einigen Jahren, warum jetzt nicht mehr? Ja. Warum wurde im Spiegel sehr positiv über die Gladio-Affäre von Daniel Ganser diskutiert. Das also haben viele das auch vergessen. Ja. Genau, das hat der Spiegel ganz positiv dargestellt. Plötzlich das ganze Gegenteil. Ja, ja. So, das heißt also, da hat sich was getan. Dann sehe ich, dass da jemand in die Chefredaktion vom Spiegel wechselt, der kommt von der Bild-Zeitung. Das frage ich mir, Leute, ihr macht den Bock zum Gärtner, was soll das? Ist doch klar, dass der Spiegel nicht mehr Spiegel ist. Das ist das, was Sie eben überall sehen. Das sehen Sie auch bei amerikanischen großen Behörden. Die kommen die Kollegen oft von Monsanto. Das nennt man ja... ich hab's gleich. Das ist mein Thema, ja. Das ist Revolving Door Politik. Man geht einfach, man kennt sich. Ja, genau, mal willst du das nicht mal machen? Ja? So. Also Monsanto ist zum Beispiel, das ist ein klassisches Thema, was ich natürlich mit in den Unterricht reinnehme, weil wir das Thema Gentechnik haben. Ich selber komme aus der Genetik, also aus der Molekulargenetik. Ja. Und es ist natürlich so, dass man das wunderbar abarbeiten kann. Man kann dann sehen, dass es da politische Verquickungen gibt und dass die natürlich, wie man wissenschaftliche Ergebnisse manipulieren kann, um zu dem zu kommen, was man gerne haben möchte. Ja. Also das ist da ganz deutlich. Also Taylor, der, glaube ich, gerade hier die FDA in den Staaten anführt, also die Behörde, die sich darum kümmert, ob Medikamente und Lebensmittel einigermaßen, ob man die essen kann, der war vorher oder ist immer noch, ja, er ist nur ausgeliehen von Monsanto und der begutachtet jetzt, ob die Produkte, an denen er beteiligt ist mit seinem Aktienpaket, ob die gesund oder ungesund ist. Und das Ergebnis ist, glaube ich, vorprogrammiert. Wieso, der hat doch Ahnung. Der hat Ahnung. Super, das ist auch da.
Ich möchte nochmal zurück zu Daniele Ganser kehren. Ja. Was ich jetzt wieder sehr schön finde, man kann ja bei, man sieht es auch im Film, man kann ja bei Wikipedia auch verschiedene Statistiken aufrufen. Also das gibt's auch. Also ist jetzt nicht alles schlecht, sondern im Hintergrund läuft ein Protokoll, was mich immer ein bisschen wundert, dass diese Piloten, also diese Autopilot und Vieh, wie sie alle heißen, dass Co-Pilot. Sie das vergessen haben. Es läuft ein Programm im Hintergrund, was ganz klar zeigt, wer hat was wann wie geschrieben, wie lang und so weiter, dass eine richtige Statistik gezeigt werden kann. Und bei Ganser ist es einfach so, ich sehe hier Bearbeitung insgesamt zum Beispiel 657 und da wird dann eben auch, wer die meisten Artikel, also 50% der Artikel kommen von Co-Pilot, dann gibt es Berichterstatter, dann gibt es Vieh und so weiter. Also es wird richtig aufgedröselt. Co-Pilot hat, glaube ich, 128 Mal in dem, also eigentlich ist das sein Artikel und so weiter. Berichterstatter 41, wenn die beiden sich kennen, können sie den Artikel völlig beherrschen. Ist den Leuten das nicht bewusst, dass im Hintergrund ein Protokoll läuft, wo jeder sagt, Entschuldigung, das ist, da muss ich gar nicht formulieren, man sieht es, dass ihr euch da zusammenarbeitet. Denen ist das bewusst. Wir reden jetzt von den Autoren, die Leute, ne? Ja. Okay, alles klar. Also die, denen ist das bewusst, aber die wissen auch, das ganz geschickt einzusetzen. Also diese Statistik, die ist ja nicht prominent irgendwo auf der Seite verlinkt. Das heißt, ich muss dann mit zwei Unterklicks rein in die Statistik. Also erstmal auf die Seitendaten und dann von den Seitendaten ganz runter scrollen, dann steht irgendwo unten dann die Statistik der zum Artikel. So, und das wissen die natürlich auch. Und die wissen auch, wie man Diskussionen unterbinden kann. Co-Pilot ist ein klassisches Beispiel dafür, wie man eine Diskussion in der Wikipedia unterbindet. Er löscht Diskussionen, die nicht in seine Richtung gehen. Das heißt, es ist ja schon mehrfach also in der Wikipedia Grund für eine Vandalismusmeldung gegen Co-Pilot gewesen. Mhm. Nämlich, dass er einfach Diskussionsrunden, die nicht in seine Richtung laufen, einfach löscht. Das macht er auch jedes Mal. Er sagt, naja, ich muss doch die Seite nach einer Woche bereinigen. Mhm. Das ist doch viel zu viel Text jetzt, das muss alles ins Archiv. Mhm. Und wenn er natürlich andauernd Sachen ins Archiv verschiebt, dann bin ich darauf angewiesen, dass ich mich durch die lange Archivliste durchwälze und gucken, wer hat denn jetzt was gesagt. Mhm. Wäre natürlich viel einfacher, wenn ich das Ganze auf einer langen Seite sehe und dann sehe, aha, der hat auch darauf geantwortet, in welche Richtung geht die Diskussion. Mhm. Und das macht er ganz geschickt. Das heißt also, die Leute wissen, wie sie mit der Wikipedia umgehen, sie kennen die Schwachstellen des Systems und sie nutzen sie gnadenlos aus. Mhm. Herr Fiedler, wird Wikipedia geopolitisch genutzt über Mitarbeiter, nenne ich die jetzt mal, um gezielt Rufmord zu betreiben? Leute aus dem Weg zu räumen, die zu Themen sprechen, die elementar sind? Genau. Also was wir beobachten ist, Wikipedia wird genutzt, um Rufmord zu betreiben. Ganz gezielt. Wir wissen noch nicht, wer das ist. Wir kennen auch noch keine Informationen zu den Peergroups. Das wäre jetzt mal eine Frage an die Zuschauer, wenn jetzt da einige Wikipedianer dabei sind. Mhm. Und es gibt unheimlich viele, die gemobbt wurden in der Wikipedia. Mhm. Also man wird teilweise richtig traurig, das zu sehen, also wie dann mit den Leuten verfahren wird. Und ich habe ja gesagt, ich beobachte das dann nur noch. Ich kann ja nicht mehr eingreifen, wenn ich das nicht manipulieren möchte. Der Film, den Sie gedreht haben mit dem Kollegen, also die dunkle Seite von Wikipedia, der ist auch entstanden durch Whistleblower Wikipedia. Kann man das so sagen? Ja, genau. Ja, aber viele von denen wollten nichts sagen. Also die haben Angst. Mhm. Das ist eine richtige... Man kann aber sagen, das ist eine Angst von den Leuten, dass sie außerhalb vielleicht sogar der Wikipedia von den anderen angegangen werden. Da muss ich sagen, Leute, wir müssen einfach mal aus der Deckung rauskommen. Jetzt müssen wir einfach mal Butter bei den Fische machen und denen ganz klipp und klar sagen, bis hierhin und nicht weiter. Mhm. Und jetzt ist die Frage, was passiert mit der Wikipedia? Also wenn jetzt dieser Film draußen ist, ändert sich da was? Bei Katrin MacLean sieht man nur, das ist eine durchaus positive Entwicklung in Richtung Sachlichkeit. Ändert sich jetzt was bei Daniele Ganser? Ändert sich was prinzipiell in diesem ganzen Themenkomplex 9/11 oder bleibt das so? Vielleicht kriegen Sie einen Eintrag. Gibt es einen Artikel über Sie? Nee, hoffentlich nicht. Ich gehe davon aus, dass der jetzt entsteht. Laut Wikipedia hätte ich überhaupt keine Relevanz. Relevanz habe ich erst, glaube ich, wenn ich drei Bücher geschrieben habe. Und ich weiß nicht, ob so ein Interview oder ein Film überhaupt reicht, um da reinzukommen. Na klar, wenn die jetzt einen Eintrag machen. Und die werden sagen, na, der Herr Fiedler ist bestimmt Verschwörungstheoretiker, weil der findet, das, was Richard Gage da publiziert, das ist durchaus mal ein Grund, lesenswert. Sich das mal sich näher anzugucken. Ne? Ja. Zack, Verschwörungstheoretiker. Klar, es ist ein Kampfbegriff. Genau. Oder wir rücken dann auch noch irgendjemand am besten ins rechte Lager. Jetzt lassen Sie uns mal zurückkehren zu den Leuten, die Wikipedia nur als User kennen. Also die geben einen Begriff ein in der Suchmaschine und wollen was, dann taucht, während die keine Homepage oder Facebook haben oder ein Zeitungsartikel, das taucht auch noch Wiki ein. Ich gucke da auch dann nochmal rein, um das ein oder andere Datum, aha, 1973 war der da, und dann checke ich, ob das Land tatsächlich damals existiert hat und sage, okay, da frage ich da mal nach. Ich sage da meistens, wie ich gelesen habe, stimmt das so? Wenn ich Wikipedia eben so nutzen möchte, wie Brockhorst, wie kann ich, gibt es Tools, wo ich sagen kann, ich kann gucken, wie umstritten ein Artikel ist? Es gibt doch Tools, das weiß ich, wo man was eintragen kann. Die kennen nur nicht so viele Leute. Richtig, genau. Die kann ich bis zu den Recherchen auch nicht. Das Einfachste, was man machen kann ohne diese Tools, man guckt sich einfach ganz schnell die Versionshistorie an zu dem Artikel. Mhm. Und was ja ganz schön farbig gemacht wird, man sieht immer, neu hinzukommende Textbausteine sind grün gekennzeichnet mit so und so viel Bytes und weggenommene Textbausteine sind rot gekennzeichnet. Und wenn ich jetzt einen Artikel habe, der nur aus grünen Textbausteinen besteht, dann weiß ich, okay, da tut sich ja nichts. Ja. So, und dann
das ist wahrscheinlich alles außerhalb irgendwelcher Strittigkeiten. Genau. Und jetzt habe ich also Artikel wie bei Daniele Ganser, wo ich andauernd sehe, positiver Textantrag, negativer Textantrag. Also plus 70, minus 70. Plus 55, minus 55 ja. Bytes. Ne? Ja. Und dann sehe ich doch, okay, da ist irgendwas strittig. Ja. Und das kann ich schon mit dem eigenen Auge erkennen. Und ja. wenn ich das dann noch nicht so ganz firm drin bin, da gibt es natürlich ein Tool, zum Beispiel wikiboo.ch, also ja. in der Schweiz lokalisiert. Wikiboo.ch. Wikiboo, ja. Ja. also BU. Ja. Da trage ich dann ein, was ich wissen möchte, oder? Nein, gar nicht. Also ich nehme den Artikel und sage, was ist denn, der Artikel bekommt da eine Zensur. Ne? Ah. Also da gibt es eine Note drauf. Ja. Und ich gebe dann meinetwegen ein, Photosynthese. Und ja. dann bekomme ich dann eine Rückmeldung und sage, und da steht dann drin, keine besonderen Vorkommnisse, steht ja. nichts am Rand. Und der Artikel bekommt 8 von 10 Punkten. Mhm. Es sind ganz, ganz viele Links drin, sind viele Literaturverweise drin, viele Leute, die drin schreiben, etwas weniger, die drauf gucken, alles klar. Dann gebe ich ein Glykolyse, also auch so ein Fachausdruck von der Biologie. Na klar, das ist ja, für ja. mich natürlich ein bisschen einfacher, das heißt, ich gucke ja. darüber und sage, okay, das stimmt nicht. Ja. Und dann kriegt der Artikel 10 von 10 Punkten, von 10 möglichen Punkten, weil der Artikel nicht nur diese ganzen Kriterien, die ich eben schon genannt habe, erfüllt hat, sondern weil er auch noch zusätzlich einem Peer-Review-Verfahren innerhalb der Wikipedia unterzogen wurde und dann klar gesagt wurde, dieser Artikel ist exzellent. Das ist also das ist nochmal so ein ja, noch so ein Stempel drauf, dass man sagt, der ist ja auch wirklich vertrauenswürdig, der Artikel. Mhm. Gut, dann gucke ich mir Daniele Ganser an und der Ausschlag geht dann nur bis 5 von 10 Punkten. Ja. Dann sehe ich sofort Kommentare auf der Seite, die dann sagen, ja, Moment, dieser Artikel ist in Teilen umstritten, da muss man aufpassen und es gibt einen Autor, der hier diesen Artikel dominiert, der ja. taucht sofort auf. Co-Pilot ist der Hauptautor dieses ja. Artikels und die anderen Autoren, die sie eben genannt haben, tauchen da auch dann auf. Dann sehe ich schon, aha, okay, das sind die Leute, die da den Artikel dominieren und das wäre dann quasi der Punkt, wo ich sage, ich muss da noch mal genauer reingucken. Mhm. Die Autoren von Wikiboo, also die das Tool zur Verfügung gestellt haben, die sagen selber, naja, also das ist meistens ganz gute Ergebnisse kommen dabei raus, die verlässlich sind, aber eben halt nicht immer. Das heißt, das wäre der Punkt, wo ich sage, ich gucke noch mal selber manuell rein und gucke mal, was da eigentlich passiert im Artikel. Mhm. So. Haben Sie mal KenFM angegeben bei Wikiboo? Ja. Ja, also das ist der ganze Themenkomplex, Ken Jebsen, KenFM, das ist alles das gleiche wie Daniele Ganser. Was mich interessieren würde, gibt es Überschneidungen zwischen den Autoren bei ja. KenFM, meiner Person, und Daniele Ganser? Genau, also ich habe ja jetzt wirklich nur ganz kurz reingeguckt, das war ja die Entscheidung, ja. welche Artikel nehmen wir. Ja. Wir nehmen Daniele Ganser, guck mal nach, was da noch so ist. Und der erste Autor, der einem ins Auge fällt, ist Vieh. Ja. Also ich sagte vorhin schon Spin-Doktor. Ja. Und das ist auch bei KenFM zu beobachten. Das heißt, also der ist hinter den Kulissen aktiv und es gibt bestimmte ausführende Instanzen. Er selber auch manchmal selber, weil er was schreibt. Ansonsten auch andere Autoren, wie zum Beispiel Berichterstatter bei Daniele Ganser. Ich weiß nicht, ob der Berichterstatter auch bei Ihnen aktiv ist. Müssen noch mal reingucken. Mhm. Klar, die Überschneidung gibt es natürlich. Mhm. Das ist der Riesenkomplex, der sich um 9-11 dann dreht. Mhm. Das kann man auch einfach sagen. Daniele Ganser, ich glaube, der ist denen eigentlich egal. Es geht nicht um Daniele Ganser als Person. Ja. Es geht nur darum, dass Daniele Ganser als Referenz benutzt wird, ja. als reputable Referenz andauernd, ja. um etwas zu 9-11 zu sagen. Mhm. Und das ist natürlich ein Dorn im Auge, weil halt, die müssen sich andauernd mit diesem blöden Daniele Ganser beschäftigen, ja. weil der immer wieder reinkommt in den 9-11-Artikel und dann ja. sagen die, gut, das Beste, was wir machen können, wir beschädigen seine Reputation ja. auf dem Daniele Ganser-Artikel und dann ja. können wir darauf verweisen und sagen, ja, guckt euch doch mal den Daniele Ganser an, der ist Verschwörungstheoretiker, mhm. dann fliegt der jetzt raus. Verschwörungstheoretiker ist ein Punkt, der bei, ganz, selber, ne? bei Wikipedia selber, das ist mir ein ganz wichtiger Punkt, denn da sind wir schon ganz tief in dieser Rufmordkampagne drin und da muss man auch einfach sagen, das geht nicht, das kann man so nicht machen. Was passiert in Wikipedia? Ich kann Kategorien erstellen. Es gibt eine Seite Kategorie Verschwörungstheoretiker und da tauchen dann alle Leute, die irgendwie dieses Wort Verschwörungstheoretiker in ihrem Artikel haben oder auch dann so getaggt sind im Artikel, die tauchen dann da auf. Das heißt, da tauchen Sie auf, ja. da taucht ein Daniele Ganser auf, da taucht ein Christoph Hörstel auf, da tauchen diese eine Politiker von der SPD, den hatten sie auch interviewt, wie hieß er? Ja, von Bülow. Von Bülow taucht er auf, weil er auch was zu 9-11 sagt. Ja, ja. So, also jeder, der sich zu 9-11 äußert und nicht nachbetet, was im Commission Report drinsteht oder besser nicht drinsteht, der ist merkwürdig. Der komisch, ist, ne? ja. Genau, der ist dann Verschwörungstheoretiker. Okay, das ist eine, wir haben schon festgestellt, Verschwörungstheoretiker ist ein Kampfbegriff, ist kein sachliches Wort, kann man so lassen. Jetzt tauchen aber in dieser langen Liste auch Leute auf, wie zum Beispiel Ernst Zündel. Und Ernst Zündel ist
Nachweislich gerichtlich fest, ein Holocaustleugner. Ein Holocaustleugner. Mhm. Was hat der dann darin zu suchen? Wahrscheinlich hat er dann auch irgendwelche Verschwörungstheorien geäußert, die meinetwegen so im rechtsesoterischen Bereich dann halt dann irgendwie kolportiert werden. Das ist ja auch okay. Aber was macht er in der Liste? Das heißt, Sie finden sich in dieser Liste wieder, Daniele Ganser auch, mit Holocaustleugnern. Mhm. Das heißt, das haben wir auch im Film so gesagt, Verschwörungstheoretiker, Holocaustleugner, Wahnsinniger. Ja. Das ist irgendwie so ein Themenkomplex, das kann man nicht machen mit Leuten. Das ist Rufmord. Ja. So. Und dann ist es ja so, Sie vermissen, es taucht häufiger auf, dieser Begriff, Sie vermissen diese fehlende Abgrenzung gegen rechts. Mhm. Da muss ich als Naturwissenschaftler sagen, sag mal, das geht nicht. Also ich musste mir für den Film auch verschiedene Sachen angucken, die nicht meiner politischen Auffassung entsprechen. Zum Beispiel tauchte darin auf, dass dieser Daniele Ganser auf der AZK-Konferenz gesprochen hat, von diesem Ivo Sasek. Ja. Ivo Sasek selber wird rechts eingeordnet, okay. Vielleicht ist er das gar nicht, vielleicht ist das doch, das ist jetzt gar nicht mein Thema. Und dann soll unter anderem Monate vorher eine Silvia Stolz gesprochen haben. Die Anwältin von Ernst Zündel halt. Ne? Sie stellte dann auf dieser AZK-Konferenz einiges zum Thema dar, wie denn halt diese Gerichtsverfahren gelaufen sind mit dem Ernst Zündel. Mhm. So, und ich bin jetzt verpflichtet, das hat nichts mit fehlender Abgrenzung gegen rechts zu tun, ich bin noch verpflichtet nachzugucken, stimmen diese Quellen? Wir haben vorhin gerade festgestellt, ich kann mich auf die Leitmedien nicht mehr verlassen, also muss ich jetzt selber nachprüfen. Das heißt, ich gucke mir diesen Film an, anderthalb Stunden geht er, glaube ich, auch. Ja. Und da klage ich damit mit gemischten Gefühlen raus aus diesem Film. Mhm. Zum einen, weil sich dann wirklich gegen Ende dieses Vortrags rausstellt, naja, die ist wahrscheinlich wirklich rechtsradikal, denn darum geht es ja eigentlich. Ob die nun rechts oder links ist, interessiert mich nicht, aber sie ist radikal. Ja. So, und weil sie dann sagt, ja, die Deutschen werden aufstehen, Jubel im Saal. Ja. Das heißt für mich, okay, also sie selber wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich rechts und im Saal auch eine ganze Menge an Leuten, die das irgendwie wahrscheinlich ähnlich sehen. Ja. So, dann sagt sie aber auch andere Sachen, und jetzt wird es interessant, dass sie sagt, diese Gerichtsverfahren sind an einigen Stellen nicht ganz koscher verlaufen. Das heißt, man hält sich nicht an die Regeln. Und das gibt mir ein ganz ungutes Gefühl. Da stellen sich sämtliche Nackenhaare auf. Das heißt, ich sehe dann einen Beitrag, der nahelegt, dass diese Gerichtsverfahren ähnlich gelaufen sind wie die Gerichtsverfahren zur Nazizeit, also im Dritten Reich, nur unter anderen Vorzeichen. Mhm. So, ganz einfach, wenn ich als Schiedsrichter ein Fußballspiel pfeife, dann muss ich natürlich als Richter oder Schiedsrichter auch sachlich argumentieren. Auch wenn mir die Gegenmannschaft überhaupt gar nicht gefällt. Genau, dann ist vielleicht das Ergebnis richtig, aber wie man zu dem Ergebnis gekommen ist, das ist auch wichtig. Und das ist eine Grundlage der Demokratie, dass ich sage, diese Gerichtsbarkeiten müssen vernünftig arbeiten. Und wenn sie es nicht tun, dann ist das durchaus ein Thema, worüber man reden kann und auch reden muss. Aber jetzt wird quasi die Brücke geschlagen, also da war diese Frau und die vertritt ja als Anwältin den und Monate später ist im ähnlichen Rahmen ein Ganser aufgetreten und deswegen arbeiten die zusammen, haben die was miteinander zu tun? Genau, die denken dasselbe. Genau, also das war einfach der Begriff für uns Bild-Zeitungsrhetorik. Ja. Dass man einfach sagt, man kann das ja, mein Verwandter nennt seinen Hund Blondie, seinen Schäferhund Blondie. Ja. Und deswegen, weil ich da im fünften Grades mit ihm verwandt bin, bin ich dann rechtsradikal, nur weil Hitler da auch seinen Schäferhund Blondie genannt hat. Das ist natürlich Nonsens, totaler Blödsinn. Auch, weil ich früher Blondie die Band gehört habe, auch natürlich... Können wir mal drüber reden, ob die eventuell auch noch einen Zusammenhang damit hat. Natürlich totaler Blödsinn. Ne? Mhm. Das heißt, bei Daniele Ganser, er steht auf derselben Bühne, Monate später, wo dann vorher diese Silvia Stolz gestanden hat und wird dann mit ihr in Verbindung gebracht, weil er hat was mit Ivo Sasek zu tun, Ivo Sasek hat was mit Silvia Stolz zu tun und dann hat dann Daniele Ganser auch was mit Holocaustleugnern zu tun. Sie erleben ja hier ein Klima, was sich immer mehr herauskristallisiert, dass man sagt, okay, es reicht, wenn man eine Verbindung dahingehend herstellen kann, dass du den kennst oder den nicht ablehnst. Oder irgendwie, wir sagen dir, wie du auf den zu reagieren hast und wenn du das nicht machst, also wenn nicht für uns, ist es gegen uns. Das ist ja eigentlich Bush. Genau. Das ist das so, ja. Also eine Kollegin aus Frankfurt, Kollegin ist es keine mehr, aber die auf Facebook gesagt hat, wenn du jetzt, du musst jetzt den entfreunden, also weil ich finde den nicht gut und wenn du den jetzt auch nicht entfreundest, wenn du den jetzt nicht isolierst, also so, dann entfreunde ich dich auch. Das ist ja so ein bisschen, dann kommst du in so ein digitales Gulag rein. Wie geht man damit als Lehrer um? Dass man merkt, es wird ein Klima erzeugt, dass man immer mehr tuschelt, dass man immer, das ist ja, so muss es in der DDR gewesen sein. Ich war nie da, muss man gucken, wer könnte da sein, wer von denen ist vom Dienst, von den Diensten. Was ist das? Da passiert doch was mit der Demokratie. Ja, ich habe ja schon gesagt, das ist nicht mein Thema in der Schule. Ich bin ja auch jetzt nicht Fachlehrer für Politik, sondern ich bin halt nur Biologe. Und aber ist es privat ein Thema? Natürlich, also bin ich ein politischer Mensch, na klar, na logisch. Ja. Also das, wenn ich das bereitet nicht, Ihnen das Sorge? Natürlich bereitet mir das Sorge. Also wie ist es im Lehrerkreis? Wie ist es im Kollegium? Wie ist es im Lehrerzimmer? Sagt man, der ist da, kannst du auch nicht reden, sonst gibt es vielleicht eine Meldung? Ist das?
Nee, also das, ich fühle mich sehr wohl in dem Kollegium. Mhm. Weil ich auch schon deutlich schlechtere Kollegen kennengelernt habe. Ja. Ich kann also eigentlich nur positiv über mein Kollegium sprechen. Die Themen finden ja eigentlich nicht statt. Vielleicht in so einem engeren Kreis von Kollegen, die Bescheid wissen. Mhm. Es gibt ja so 2, 3 mit mir zusammen. Ja. Wir reden natürlich darüber, das ist klar. Und wir sind uns auch alle einig, dass das in die gleiche Richtung geht, wie das, was wir jetzt gerade hier diskutiert haben. Ja. Aber für andere Kollegen ist das kein Thema. Mhm. Ne? Und das, also man könnte so eine gewisse Systematik dahinter vermuten. Das heißt, wir alle arbeiten mehr, damit wir unseren Lebensstandard halten können. Ich kann mich noch gut entsinnen. Also meine Eltern zum Beispiel, da gab es nur einen Arbeitnehmer, nämlich mein Vater. Ja. Und der hat alleine dieses Haus bezahlt, wo dann meine Eltern immer noch wohnen. Mhm. So, und das heißt, wir brauchten nur einen, der Lohnempfänger war, um dieses Haus zu bezahlen. Ja. Und jetzt bekommen wir zwar nominal mehr Geld auf das Konto, aber das ist ja nur nominal, real ist das viel weniger. Ja. Das heißt also, wir müssen jetzt alle mehr arbeiten und über dieses Mehrarbeiten kümmern wir uns nicht mehr um politische Themen. Ja. So, und das heißt, sie werden mit Arbeit auf Trab gehalten, diesem Hamsterrad, was dann von ihnen auch aussieht wie eine Karriereleiter, um uns nicht mehr politisch bilden zu können. Das ist doch, schafft die Demokratie etwas Wesentliches ab, nämlich Demokraten. Ja, richtig. Menschen, die einen Kopf für das System eigentlich haben, die beobachten. Ja, klar, aber das Problem ist natürlich, das kann man ja den Leuten nicht zum Vorwurf machen, den Kollegen, die sich damit nicht beschäftigen. Die sind einfach, das ist für die kein Thema und die beschäftigen sich halt nur mit den Themen, die sie umgeben. Das ist, also das bemerke ich ja auch selber, wenn ich jetzt in der Familie sitze und mich jetzt mit diesem ganzen Komplex beschäftige. Mhm. Ich gucke dann manchmal sehr ernst so in die Ferne und meine Frau sitzt mir gegenüber und sagt, Markus, was hast du denn? Ne? Ja. Ist irgendwas? Ja. Und das bezieht sich auf sich. Und da kann ich natürlich sagen, das hat mit dir gar nichts zu tun. Ne? Ja. Und die ist natürlich auch dann irgendwie beunruhigt, dass, weil man verändert sich auch selber dabei. Also ich bin ein Mensch, der sehr gerne lacht. Ja. Und ich würde von mir behaupten, ich habe auch ein gutes Pfund Humor. Ja. Aber das geht einem natürlich ein bisschen abhanden, wenn man sich mit solchen Themen beschäftigt. Man sieht also wirklich Grausamkeiten, die innerhalb der Wikipedia stattfinden. Mhm. Und dann über die Themen, die da diskutiert werden, natürlich auch die Grausamkeiten in der Welt. Und das ist irgendwann verständlich, dass dann andere Leute, wie zum Beispiel Katrin MacLean, einfach sagen, ich mache jetzt bei einer Friedensdemo mit und engagiere mich da. Das war bisher nicht mein Teil, aber mein Teil ist es jetzt halt, darüber zu sprechen. Also mich erinnert das immer mehr, 9/11 ist da der Aufhänger und überhaupt, wie man zum Krieg gegen den Terror an, das ist ja schon ein Begriff, wo man sagt, Entschuldigung, das kann nicht der Ernst sein. Das ist, erinnert mich immer stärker an die McCarthy-Ära, die ich zwar nicht erlebt habe, aber ich weiß natürlich, was das Kommunisten. War. Kommunisten! Ja, wo man auch du musst dich jetzt von denen und dem distanzieren, sonst bist du auch dran. Also man, es ist, für mich ist das die Politik der Rampe. So oder so, weil das sind ja, also Wikipedia trägt ja auch dazu bei, den Rufmord einer Person so voranzutreiben, dass der nicht mehr gebucht wird. Also wenn ein Wissenschaftler nicht mehr gebucht wird und er lebt von Vorträgen auch, damit beraubt man ihn der Existenzgrundlage. Das ist die wirtschaftliche Zerstörung. Richtig. Also das ist kein Kavaliersdelikt. Ja, den mögen die Leute eben dann nicht mehr so. Dann wird er nicht mehr gebucht und wovon zahlt er dann seine Rechnung? Und die Schulen seiner Kinder? Interessiert ihn eigentlich? Genau, also für uns ist jetzt, wir decken jetzt zwei Namen. Aus der Wikipedia decken wir ja mit Klarnamen auf. Ja. Und das ist für uns auch immer eine Entscheidung. Machen wir das jetzt wirklich oder machen wir das nicht? Weil es stehen ja Persönlichkeitsrechte gegen das Recht des Journalisten, etwas an die Öffentlichkeit zu bringen, was wirklich Hanebüchen ist. Ja. Und da müssen wir sehr genau überlegen, was sagen wir und was sagen wir nicht. Ja. Weil ich möchte jetzt nicht irgendjemand an den Pranger stellen. Das ist überhaupt nicht meine Intention. Das aber diese Menschen, von denen Sie sprechen, die verstecken sich ja immer hinter Kürzeln und blocken sie. Also eine andere Möglichkeit haben sie ja gar nicht, als sie offen anzusprechen. Gut, ich habe jetzt mit dem Co-Pilot und mit dem Vieh direkt nichts zu tun gehabt. Ja. Also ich selber wurde von der IT geblockt, die ich lange Zeit, also eine Administratorin, die ich lange Zeit nicht auf dem Schirm hatte, die jetzt aber durch die vielen Helferlein, die wir dann im Hintergrund haben, immer mehr in den Fokus gerät. Mhm. Das heißt, mit Co-Pilot und Vieh hatte ich damals nichts zu tun, also im Januar jetzt, ne, wo ich dann wirklich einmal was gepostet habe oder zweimal durch die Wiederholung und dann halt rausgeflogen bin. Herr Fiedler, was wird dieser Film in der Community auslösen? Ich sage Ihnen, 100.000 Leute werden sich den anschauen. Ne, davon gehe ich mal aus. Ja. Was wird passieren? Was wünschen Sie sich und was wäre das? Kann ich sagen natürlich. Also der einfachste Wunsch wäre, dass in der Wikipedia, so wie ich es jetzt bei Katrin MacLean sehe, dass es noch genügend Heilungsprozesse innerhalb der Wikipedia gibt, dass diese Artikel korrigiert werden. Und natürlich nicht nur diese Artikel, sondern dass die Leute, die sich in diesen Peergroups bewegen, dass die unter stärkerer Beobachtung sind. Mhm. Also ich vermute mal, es wird ja ganz viele Leute geben, die nur zu Naturwissenschaften schreiben. Und so sage ich einfach mal, die haben vielleicht die gleiche Grundausbildung wie ich oder so das gleiche Grundverständnis von wissenschaftlicher Arbeit. Und dass die sich dann zu Wort melden und sagen, so geht's nicht. Das sind dann auch vielleicht Leute, die sehr lange in der Wikipedia sind, also auch eine Reputation erworben haben, die kann man nicht so einfach rauskicken. Mhm.
Was zu befürchten steht, das ist nämlich das wahrscheinlich, dass es nicht stattfinden wird. Dass jetzt diese Peergroups, die in Richtung Manipulation der Wikipedia streben, dass die stärker sind. Und wenn das passiert, dann müssen wir uns dann vielleicht im halben Jahr mal nochmal drüber unterhalten, was machen wir denn jetzt? Mhm. Das heißt, koppeln wir zum Beispiel solche Artikel aus der Wikipedia, bringen ein neues Lexikon, bewerben das und sagen, alles, was bei uns drin steht, davon gehen wir aus, dass diese Artikel manipuliert sind. Mhm. Bitte lest euch erstmal das hier bei uns durch und dann lest euch das in der Wikipedia durch und dann schaut mal, was eure Meinung dazu ist. Mhm. Prinzipiell, was man als Forderung an die Wikipedia stellen kann, ist erstmal eine grundlegende Forderung zu Themengebieten, die nicht, wo es nicht nur eine Meinung gibt, sondern mehrere Meinungen gibt, dann müsste eigentlich die Wikipedia beide Seiten der Medaille dann darstellen. Das heißt für mich als Biologe zum Beispiel ganz konkret, wenn ich mich mit dem Thema Evolution beschäftige, dann komme ich ja sehr schnell in Kontakt mit Leuten, die das als Kreationisten betrachten, dieses Thema. Ja. Also sagen, Gott hat die Welt erschaffen, ja, in welcher Form auch immer, und die Welt ist nicht älter als 30.000 Jahre vielleicht. Ja. Und dann müsste ich akzeptieren, tolerieren, ertragen, ja, dass also diese Wikipedia zum Thema Evolutionstheorie zwei Seiten beschreibt. Einmal die kreationistische, einmal die evolutionistische. Da kann Theorie. Ich mich selbst entscheiden, wem ich mehr glaube. Genau, da kann das der Zuschauer entscheiden und man muss auch dann als Wissenschaftler ein bisschen zurücktreten und sagen, naja, normalerweise rede ich ja von Sachen, die ich im Versuch beweisen kann. Also dass ich gucke mir jetzt die Biologie an, wie sieht dieser Organismus jetzt aus, ich mache Versuche dazu und komme dann zu einem Ergebnis. Ja. Ich kann mit dieser Methode unheimlich schwer Sachen nachweisen, die 4,5 Milliarden oder 3,2 Milliarden Jahre in der Vergangenheit gelegen haben und stütze mich dann auf Fossilien, ja, die ich erstens nicht genau datieren kann, weil sie eben halt mit der Kohlenstoff, also C14-Methode, ja, überhaupt nicht mehr zu datieren sind. Ja. Und wo ganz viele Fragen entstehen, ja, da muss ich auch mir selber eingestehen, naja, es ist in gewisser Weise ein Glauben, den ich habe. Ich glaube daran, dass meine Hypothesen, die ich gebildet habe, dass sie richtig sind. Und das hat die Wissenschaft ja sich von ihrem Glauben trennen müssen. Die Erde ist nämlich keine Scheibe. Das war mal Wissenschaft. Ja, also wenn ich mich in diesem Bereich bewege, ich muss immer einen Schritt zurücktreten und sagen, okay, sind meine Sachen richtig, sind sie richtig oder falsch? Und dann diskutiere ich mit den Leuten, die eventuell was anderes behaupten. Und dann komme ich vielleicht in der Diskussion ein bisschen der Wahrheit näher. Mhm. Niemand hat die Wahrheit gepachtet. Also ich komme immer nur ein Stückchen näher an diese Weltformel heran, wie einige Physiker das ja mal jetzt versuchen nachzuweisen, dass es so eine Weltformel gibt, die höchstens, also am besten ganz einfach ist, dann freuen die sich einen Keks da drauf. Ne? Ja. Und immer zurückgehen und sagen, also ich als Wissenschaftler kann auch total falsch liegen. Hat es ja auch in der Biologie gegeben. Also wir hatten ja, ich war zuletzt auf einer Fortbildung, das war ganz lustig. Es ging um das Revierverhalten des dreistacheligen Stichlings. Klar, kennen Sie. Dreistacheliger Stichling, kleiner Aquariumsfisch und ungefähr zur letzten Jahrhundertwende, also 1915 war das, glaube ich, hat da jemand festgestellt, dass dieser dreistachelige Stichling auf rote Bäuche von seinen Artgenossen, männlichen Artgenossen reagiert und dann sein Revier verteidigt. Das ist lange Zeit Unterrichtsinhalt in der Schule gewesen. Das war auch mein Abiturthema, über das ich in der Klausur geschrieben habe. Ja. Also, und dann sehe ich zwei Wochen später, 1993, im Sommer war das, Mai muss das gekommen sein, auf N3 lief das. Also auf dem, ich weiß nicht, ob das damals immer, ob das schon NDR 3 war, ich habe keine Ahnung, ich glaube N3 hieß das damals. Kam ein ein Fernsehbericht, unter anderem über die, zitierte die Professorin Cipelius, und sie hat dann ganz klar, haarklein dargelegt, dass diese ganze Theorie eine Luftnummer ist. Der hat das Ding wirklich in der Luft zerrissen. Und dann hört man solche Sachen, was man ja als Schüler gar nicht mitbekommt. Naja, dieser Forscher, der das nachgewiesen hat, dass dieser dreistachelige Stichling einen roten Bauch auf rote Bäuche reagiert, hat das in folgender Form nachgewiesen. Da war, das Aquarium stand am Fenster, davor war ein Fluss und dahinter ging eine Autostraße vorbei. Ja. Und auf dieser Autostraße fuhr ein rotes Postauto vorbei. Und der Fisch spielt verrückt und er denkt sich, oh, das könnte was sein. Also mache ich jetzt ein Holzmodell, mal das Rot an. Wo ich mal so halt sage, na, Physik, rote Farbe, das ist die Frage, was für eine Qualität hat der Farbstoff erstmal, das ist schon mal das erste Fragezeichen. Ja. Und dann senke ich dieses rote Holzmodell ins Wasser und der Fisch spielt verrückt. Ja. Und dann würde jeder Statistiker sagen, Moment, Erhebungsmenge 1, das ist Hanebüchen, das geht gar nicht. Ne? Ja. Aber das taucht dann immer wieder in der Schule auf. Und dann ist es jetzt weg gewesen, also Zeit meines Biologiestudiums habe ich damit nichts zu tun gehabt. Da schwebte noch dieser Atompilz von dieser Cipelius über der Verhaltensforschung der Biologie. Ja. Und das war komplett aus dem Stoffkanon rausgenommen. So, und jetzt gehe ich in diese Fortbildung, auf einmal taucht dieser dreistachelige Stichling mit seinem Revierverhalten wieder auf.
denke ich, Leute, das geht nicht, das können wir nicht machen. Ja. Da geht man natürlich auch der Kragen hoch, dass man sagt, das ist doch schon längst nachgewiesen, das ist falsch, bitte nehmt das wieder raus, das können wir nicht den Schülern beibringen. Aber es geht um das, was Daniele Ganser auch mal in einem seiner Vorträge beschrieben hat, es geht einfach um den Meinungskrieg, den Edit War, die Meinungshoheit, die eben seit das Meinungsmonopol gefallen ist, seit es das Netz gibt. Da gibt es Konkurrenz. Man muss natürlich dazu sagen, wenn man sich anschaut, über wie diese Konkurrenz kommuniziert, Wikipedia ist ein US-Unternehmen, über Twitter kommuniziert, ist ein US-Unternehmen, über Google ist ein US-Unternehmen, Facebook ist ein US-Unternehmen, Instagram gehört zu Facebook, US-Unternehmen, auch das russische Facebook gibt es ja auch, kenne jetzt den Namen nicht, ist ein Teil von dem amerikanischen. Also wir sehen eben, dass wir eine sehr starke Monopolisierung haben und das ist das Gegenteil von Meinungsvielfalt, sondern es kommt aus immer mehr Quellen. Am Ende, das haben wir auch mal erlebt, da wurde 48 Stunden gemeldet, die Russen kommen und alle haben das gemeldet und stellte sich raus, die haben sich alle auf eine Meldung von Reuters bezogen. Damit sie, Entschuldigung, Reuters hat das ja falsch, hat da keiner mal gegen recherchiert, haben die Leute nicht, auch wegen des Zeitdrucks. Aber ich möchte auf ein letztes Bild kommen, was Sie mir geliefert haben, nämlich die Sonne hat Flecken bekommen. Wikipedia hat Flecken bekommen und ich glaube, Wikipedia entwickelt sich, was diese Themenbereiche angeht, immer mehr zu einer Art Inquisitionstool. Ja. Dass die Erde nämlich doch eine Scheibe ist und zwar sie bestimmt, wo die Scheibe endet und wo man runterfällt. Ich glaube, Sie haben mich darauf gebracht, wir kommen nicht drum herum, uns eine Alternative zu Wikipedia zu überlegen, dass wir sagen A und B. Gut, wie macht man das? Das heißt also, man müsste eine eigene Foundation aufmachen, weil das ist ja ein riesen Serverpark. Wir haben am Anfang ja auch dieses Bild gezeigt. Ja, wir haben auch angefangen. Ja gut, aber ne? Ja. Die sind aber jetzt schon da. Und, ja. Und jetzt mit einem zweiten Produkt dahin zu kommen, das ist ein Kraftakt, den man dann... Das mag sein, aber es gab Coca-Cola und es gibt Red Bull. Ja klar. Also man könnte sich natürlich denken, einfach sagen, okay, wir übernehmen jetzt die gesamte Datenbank der Wikipedia, das ist relativ einfach. Man kann sich so einen Datendamm runterziehen, je nachdem, was man da runterzieht, 14 Gigabyte ungefähr sind das. Ja. Baut dann zumindest erstmal im deutschen Bereich eine neue Wikipedia auf, aber das ist schon passiert. Ja. Das gibt es schon. Ja. Die heißt dann Pluspedia, wird auch immer wieder ins rechte Lager geschoben zum Beispiel. Ja. Es gibt andere Wikipedias, die wirklich rechts sind, zum Beispiel, wir zitieren ja auch eine Metapedia. Ja. Das ist rechtsextrem, kann man nicht anders sagen. Ja. Das ist also als Institut, die vollkommen unbrauchbar. Ja. So, aber Pluspedia hat sich auch nicht entwickelt. Das heißt, die meisten Autoren sind bei Wikipedia. Es wird schwierig. Also ich vermute mal, dass man da keinen Fuß in die Tür bekommt. Also was man machen könnte, wäre wirklich erstmal diese paar Artikel rausgreifen. Und die Wikipedia macht es auch einfach. Das sind diese Liste der Verschwörungstheoretiker. Mhm. Na wunderbar, das sind 130 Leute, die gehe ich erstmal alle durch und um die kümmere ich mich. Mhm. So, und dann gibt es noch ein paar andere Artikel, die vielleicht nicht mit Verschwörungstheoretiker getaggt sind. Die nehme ich mir auch noch mit rein. Dann habe ich schon mal, das ist eine Arbeit, die eng umgrenzt ist, die kann ich machen. Die andere Arbeit... gut, wenn Sie Lust haben, machen Sie es. Ich glaube, das ist eine Riesenarbeit. Und ich würde mich am liebsten auch jetzt erstmal aus dem Themengebiet zurückziehen, weil meine Familie musste ja auch sich, also die musste mich ja entbehren, vor allen Dingen in der Zeit des Filmschnitts. Da sitze ich dann also 2 Wochen lang 5 Stunden am Tag dran und schneide Film. Und das führt zu gewissen Unstimmigkeiten innerhalb der Familie. Kann ich mir vorstellen. Genau. Ihre Schüler, die Sie unterrichten, wissen Sie von dem Film? Ist das durchgesickert? Mhm. Nicht. Aber die werden ja davon erfahren. Glauben Sie, dass Frank-Michael Speer, arbeitet ja da nicht, aber dass Sie als Markus Fiedler, als Biologe und Lehrer, dass Sie zukünftig ein neues Unterrichtsfeld mit aufmachen, weil es wird Fragen geben, dass man Sie dazu mit Fragen bombardieren wird, dass Sie das auch noch unterrichten? Vielleicht also ein Unterrichtsfach, also Technik heißt es, was ich demnächst unterrichten werde. Ob das damit reinkommt, das weiß ich erstmal nicht. Also was wir jetzt in Technik machen, ist erstmal, ich würde sagen, digitale Aufrüstung. Mhm. Das heißt, also mir geht es darum, dass wir die Schüler digital aufrüsten und zwar, dass sie alle ihre E-Mails per PGP verschlüsseln können, weil das anscheinend bisher das letzte Verfahren ist, was immer noch nicht eingesehen werden kann. Ja. Und unabhängig davon, ob ich da irgendwelche Bombenanleitungen verschicke oder ob ich einfach nur auf mein Recht bestehe, dass meine Briefe nicht geöffnet werden, ob digital oder in Realität, das ist mein Grundrecht und darauf bestehe ich, darauf poche ich. Ja. Ne? Und darum geht es, also, dass die Schüler einfach lernen, worum geht es hier? Aha, ich werde abgehört. Artikel 10, Grundgesetz ist faktisch nicht mehr existent. Ja. Und ich muss selber erstmal Schutzmechanismen ergreifen. Wikipedia ist immer dann ein Thema, wenn ich zum Beispiel Arbeiten betreue, also Facharbeiten der 11. Klasse zum Beispiel. Und dann, wenn ich dann mit den Schülern, dann mit diesen Paar, die ich dann betreue, ins Gebet gehe und sage, Leute, ne, wenn ihr Wikipedia zitiert, dann wird es auf jeden Fall ein Thema werden. Aber für die große Klasse, für die große Masse der Schüler erstmal nicht. Ist auch in Biologie, naja, wie gesagt, Wikipedia in Biologie würde ich akzeptieren. Na klar, es ist alles super. Wir reden ja dann nicht über politische Themen. Wir haben jetzt sehr lange über politische Themen gesprochen, die aber uns alle betreffen, weil es geht weitestens um Demokratie und wie Macht ausgeübt wird, vor allem wie ausgeübt wird, was wir nicht nur denken dürfen, sondern was wir auch sagen dürfen
und oder nur noch hinter vorgehaltener Hand. Da sind wir ganz schnell in einer Orwellschen Gesellschaft. Ich sehe es ja auch, dass wir uns immer mehr da hineinbewegen, was mich persönlich immer ein bisschen erbost, dass immer mehr Menschen einfach, wie soll ich sagen, sich damit arrangieren. Das ist das, was mich persönlich, wo ich denke, die Zeiten, in denen wir leben, sind schon schlimm genug, aber wie sollen unsere Kinder in 20 Jahren damit umgehen? Ja. Vielen Dank, dass Sie hergekommen sind, Herr Fiedler, Markus Fiedler. Sie sind zusammen mit Frank-Michael Speer der Autor des Films Die dunkle Seite von Wikipedia. Wir werden im Anschluss an dieses Interview den gesamten Film im Netz online stellen. Bei uns erstmal, Sie stellen ihn später auch auf Ihre Seite. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken, dass Sie sich so viel Mühe gemacht haben. Ich war wirklich beeindruckt, wie der Film gemacht ist, weil Sie haben ja bescheidene Mittel, wie er gefilmt ist und wie er klingt und vor allem, dass Sie sich so reingekniet haben. Ich glaube, das ist doch so ein Lehrerding, dass man es genau wissen möchte. Finde ich toll. Und ich gehe davon aus, dass es einen weiteren Film geben wird, weil Sie haben hier ein Fass aufgemacht und das kann ich Ihnen jetzt, glaube ich, schon mal garantieren. Es wird, es werden Fragen und über Sie hereinbrechen und es wird Anfragen geben, wo Leute sagen, da gibt es noch viel mehr. Ich glaube, Sie haben hier in ein Wespennest gestochen, genau wie Ganser eher zufällig auf das Thema Stay Behind am Ende gekommen ist. Und vielleicht sind Sie gar nicht mehr so lange Lehrer, sondern wir werden Sie demnächst auf der Seite der Journalisten begrüßen. Ach, bitte nicht. Ich liebe den Lehrerjob. Also das ist eigentlich das, was ich schon immer machen wollte. Wenn jetzt sowas passiert, also dass jetzt dann Leute dazukommen und sagen, da gibt es noch viel, viel mehr, dann muss man auch einfach mal drüber nachdenken, das Ganze zu delegieren. Mhm. Also da wird es sicherlich Leute geben, die einfach sagen, wir recherchieren jetzt hier weiter und dann müssen die das halt auch mal ein bisschen weiter verfolgen. Herr Fiedler, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Kommen. Eine Frage brennt mir noch auf den Nägeln, weil, ja, sie betrifft mich auch. Kann man Wikipedia mit dem Film und das, was Sie da beweisen, kann man denen nicht rechtlich kommen? Ich meine, hat das juristische Konsequenzen, wenn man hier Rufmord nachweisen kann? Ja, faktisch nein. Also das kann man ganz einfach auch aus der Vergangenheit bisher sehen. Es gab ja mal einen Politiker, der hat, ich glaube von den Linken war, der hat also 2008 sogar eine Unterlassungsklage durchbekommen gegen die Wikipedia. Das ist ja technisch, ist das Blödsinn. Also die Wikipedia können Sie in der Form nicht sperren. Sie kommen nicht nach Kalifornien, dringen Sie nicht vor. Mhm. Und das Einzige, was man machen kann, ist tatsächlich diese Namen der Autoren offenlegen, weil dann können Sie die in einem persönlichen Verfahren direkt angreifen. Mhm. Und das ist auch der Grund, warum wir zum Beispiel zwei von diesen Autoren. Mhm. Das heißt jetzt nicht, dass wir in Zukunft tausende Autoren offenlegen. Ja. Das finde ich auch, das finde ich nicht verhältnismäßig. Ordnung, ja. Aber man könnte zum Beispiel nämlich Folgendes machen, dass man sagt, liebe Gemeinde, liebe Wikipedia-Gemeinde, wenn ihr merkt, dass da Autoren sind, die tatsächlich in der Wikipedia Blödsinn verzapfen, dann sendet uns doch diese Namen. Nehmen wir auch mal eine E-Mail-Adresse dafür, dann nehmen wir einfach mal wikipedia@terzmagazin.de und schreibt dann auf diese Adresse. Und wir sammeln dann diese Namen und für die Leute, die geschädigt sind, geben wir dann diese Namen weiter, damit die wirklich eine Möglichkeit haben, sich dagegen zu verteidigen. Also das anonyme Betreiben von Rufmord ist justiziabel. Und wenn man die Namen kennt, dann können die Leute auch davon ausgehen, dass sie mal Post bekommen. Ja. Und wenn es halt nicht anders geht, also wenn die Leute nicht selber aus ihrem moralischen Verständnis heraus bemerken, dass das nicht funktioniert, dass man Leute einfach nicht herunterputzen darf, dann halt auf die juristische Schiene, ganz einfach. Mhm. Herr Fiedler, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Kommen und ich möchte noch mal auf diesen Film hinweisen, Die dunkle Seite der Wikipedia. Ich habe den Film genossen, muss man sagen. Ich habe ihn ein paar Mal angehalten, musste was trinken, ja, und habe auch gelacht. Es war aber immer so ein bitteres Lachen und ich war erstaunt, was es zu diesem Thema alles zu wissen gibt. Ich habe da eine Menge bei gelernt. Deswegen nochmal danke an Sie und Ihren Autor, dass Sie sich rangesetzt haben. Es ist eine Menge Arbeit und ich glaube, dass es eine Lawine ist, die wir hier lostreten und das ist, glaube ich, auch Sinn dieses Films. Denn Wikipedia gehört uns allen. Eben, genau. Das war eine weitere Ausgabe von KenFM im Gespräch. Unser heutiger Gast Markus Fiedler. Mein Name ist Ken Jebsen und meine Zielgruppe bleibt der Mensch. KenFM.de